Und da geht's auch schon los. Herzlich willkommen zum Freelance-Expertinnen-Talk zum Thema Corona-Hilfen für Fotografinnen und Fotografen. Ich bin Andreas Kudowski, ich bin selbst Profi-Fotograf und Freelance-Mitglied. Und ganz nebenbei bin ich auch noch Gründer von PicDrop und Herausgeber des PicDrop-Podcasts, den vielleicht die ein oder anderen von euch kennen. Und ja, deswegen darf ich hier heute moderieren. An dieser Stelle schon mal danke fürs Zuschauen und die rege Beteiligung. Ich hoffe, wir können möglichst viele Fotografinnen und Fotografen hier heute erreichen. Was passiert hier heute? Grundsätzlich ist es so, Corona trifft aktuell weltweit nicht nur gesundheitlich sehr, sehr viele Menschen, sondern auch wirtschaftlich. Und wie ihr alle wisst, gerade Freelancer und Kreativberufe sind besonders davon betroffen, weil wir kaum eine Lobby haben und Einzelkämpfer sind. Gerade uns Fotografinnen und Fotografen bricht ein Großteil der Aufträge und der Einnahmen weg. Und die Frage nach den Corona-Maßnahmen wird bei uns quasi vollautomatisch auch eine wirklich existenzielle Frage. Und da kann nicht nur ich von berichten, sondern auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Und am besten erklärt uns mal kurz Jana Erb, was das bedeutet. Ich hole sie mal dazu. Hallo Jana. Hallo. Genau, Jana, du bist, soll ich dich noch kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Ja, ne? Ich glaube, das ist besser, als wenn du dich selber vorstellen musst. Du bist frisch gewählte Vorsitzende des Freelance-Vorstands. Gratulation nochmal dazu. Dankeschön. Ja, so, jetzt darfst du dich dann doch selber vorstellen. Danke. Gut. Mein Name ist Jana Erb. Ich bin Fotografin im Outdoor-Bereich, Outdoor und Reise und mache da vor allen Dingen Werbung und Editorial. Ich bin seit 2013 selbstständig und auch seit 2013 tatsächlich Freelance-Mitglied und jetzt dieses Jahr im Vorstand gelandet, was natürlich eine etwas herausfordernde Zeit ist, um in den Vorstand von einem Fotografenverband zu kommen. Ich möchte noch kurz was zu dem Verband sagen. Freelance wurde 1995 von damals, ich glaube, 128 vorwiegend Fotojournalisten gegründet und ist inzwischen mit 2400 Mitgliedern doch der größte Fotografenverband, den wir in Deutschland haben. Jetzt könnte ich den Leitfaden zitieren, der ist auf der Website zu finden. Es gibt drei Punkte davon, drei Kernthemen, wegen denen wir heute hier sind, die ich kurz ansprechen würde. Freelance steht für die Wertschätzung der Fotografie und die Arbeit der Fotografinnen. Ich glaube, das ist im Moment ein sehr, sehr Thema, was uns alle irgendwo trifft und auch betrifft. Wir wollen die politischen, ökonomischen, rechtlichen und sozialen Interessen von Fotografinnen vertreten und dafür setzen wir uns für die Rahmenbedingungen ein, die eine berufliche Existenz als Fotografin und Fotograf ermöglicht und eben auch für die Zukunft sichert. Und das, diese drei Kernthemen sind im Moment gefühlt echt irgendwie nicht ganz ohne. Und deswegen ist das unsere Aufgabe als Fotografenverband, Berufsverband für professionelle Fotografie, wie wir uns ja auch nennen, da jetzt mal unsere Stimme zu erheben. Punkt ist aber, ein Verein ist immer nur so stark wie die Mitglieder. Ich habe vollstes Verständnis für eure Situation, das geht mir auch nicht anders. Ich habe überhaupt keinen Spaß dran, Anträge auszufüllen und mich da durch die Wirren der Bürokratie zu kämpfen. Und da eine Pressekonferenz nach der anderen anzuhören und da irgendwelche Versprechungen irgendwo auch zu empfinden, um dann mich am Ende genauso alleine gelassen zu fühlen wie davor. Ich glaube aber, der entscheidende Punkt ist, wir sind nicht alleine. Wir sind allein bei Freelance, wie gesagt, 2400 Mitglieder. Ich weiß nicht, Andreas, wie viele Fotografen habt ihr bei PicDrop? Ich glaube, angemeldet, hauptsächlich deutschsprachig aus der Dachregion, sind inzwischen so 75.000. Also ich glaube, diese Zahl zeigt auch, es gibt eine Menge Fotografen. Man müsste sich nur ein bisschen mehr gemeinsam zusammentun und die Stimme erheben. Wir müssen uns zusammentun. Ja. Ich finde, das sind ziemlich viele und das sind zu viele, um uns alleine gelassen zu fühlen und zu viele, um nicht die Stimme zu erheben. Und ich glaube, das ganz Elementare, was irgendwo, wir sind ja alle einsame Wölfe in der weiten Prärie gefühlt als Unterselbstständige. Aber wir müssen uns zusammentun für ein Miteinander statt nur ein Nebeneinander, was meines Erachtens viel läuft. Und ja, es ist in der aktuellen Situation höchste Zeit, dass wir uns mit dieser Problematik wirklich gezielt auseinandersetzen, auch wenn es keinen Spaß macht, weil es geht schlicht und ergreifend um unsere Existenz. So, deswegen sind wir heute hier. Wir haben uns Experten an Bord geholt. Ich hole jetzt mal langsam einen nach dem anderen rein.
So, jetzt habe ich gerade meine Kollegin erwischt, die da im Hintergrund sitzt und mitmoderiert. Schubse ich hier nochmal ein bisschen. Wir haben uns Experten mit an Bord geholt, weil wir alleine diese Fragen nicht lösen und beantworten können. Und haben ein paar wichtige Themen uns im Vorhinein vorbereitet. Unsere Mitglieder hatten auch die Möglichkeit, im Vorhinein Fragen zu stellen, von denen sie möchten, dass sie hier heute besprochen werden. Wir reden natürlich über die Hilfen, die es bisher schon gibt. Und wir wollen zusätzlich klären, wie ist überhaupt der aktuelle Stand? Welche Hilfen gibt es, die wir Fotografen und Fotografinnen da wirklich nutzen können? Wie gehen wir persönlich für uns am besten mit dieser Situation um? Werden wir die Gelder überhaupt behalten dürfen? Welche Hilfen schließen sich gegenseitig aus und welche Forderungen und Vorschläge richten wir gezielt an die Politik? Wir sind hier in einem Live-Talk. Ich sehe gerade, wir haben tatsächlich schon 220 Zuschauer nach nicht mal 6 Minuten, doch knapp 6 Minuten. Das ist gigantisch. Ihr seid natürlich mit dabei und zwar nicht nur passiv als Zuhörer, sondern ihr könnt und sollt Fragen stellen, die wir dann in der zweiten Runde von dem Talk gegen Ende, wir haben 2 Fragerunden, gegen Ende von der Veranstaltung. Die Fragen werden vormoderiert von meinen Kollegen, die Julia, die da gerade im Backend schon aufgeploppt ist. Julia, vielleicht kannst du mal einmal ganz kurz zeigen, wie das dann tatsächlich ausschaut, wenn so eine Frage reinkommt. Ich höre sie tippen. Müsste jetzt hier dauert immer einen kleinen oder? Moment. Die Frage poppt hier im Backend auf. Und ich habe dann da das Team aus Kolleginnen sitzen, die diese Fragen vormoderiert und dann einblendet. Habe ich hier, das dauert einen Moment, bis die geladen werden. Ich hole stattdessen mal meinen anderen Kollegen rein, auch ein Freelance-Mitglied. Das würde dann so ausschauen. Da taucht dann das Profilbild auf, der Name und die Message. Zack. Genau. Gut. Wunderbar. Andreas, ich übergebe wieder zurück an dich. Genau, wenn es zwischendurch kleine technische Probleme gibt oder hier und da mal gebohrt wird oder so, dann seid mich bitte nicht böse. Ihr seht sie ja schon, ich freue mich total, euch unsere Gäste vorzustellen beziehungsweise kurz einzuleiten. Und wenn sich jeder von Ihnen selber einmal kurz präsentieren könnte, also mit 1-2 Sätzen sagen kann, was Sie jeweils tun beruflich, würde ich mich total freuen. Frau Gilliard, wollen Sie anfangen? Claudia, ja, also Gilliard. Mein Name ist Claudia Gilliard. Genau, ich bin seit 28 Jahren Steuerberaterin und bin selbstständig in einer mittelständischen Kanzlei im Hamburger Osten, in Hamburg-Poppenbüttel. Wir machen das zusammen in einer Sozietät und wir betreuen relativ viele, unter anderem viele Fotografen und natürlich auch viele andere Selbstständige. Mhm. Vielen Dank. Herr Gräber, Daniel Gräber haben wir eingeladen. Ja, schönen guten Abend. Ich bin Daniel Gräber, meines Zeichens Ökonom und wissenschaftlicher Mitarbeiter am SIP, am DEW Berlin. Das SIP ist eine repräsentative Haushaltsumfrage in Deutschland und im Rahmen der Corona-Krise haben wir halt eine extra Feldstudie eingeführt, die uns ermöglicht halt in vielfältiger Hinsicht die Probleme und Herausforderungen auch von Selbstständigen, also insbesondere Selbstständigen, zu dokumentieren und zu analysieren. Das klingt doch mal ganz spannend, da heute auch ein bisschen wissenschaftlichen Background zu kriegen zu dem, was wir so die ganze Zeit fühlen und glauben. Vielen Dank. Dann haben wir noch eingeladen Herrn Christoph Lindheim. Hallo. 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 Mein Name ist Christoph Lindheim. Ich bin Inhaber einer oder Mitinhaber einer Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwaltskanzlei, die sich spezialisiert hat auf die Beratung hauptsächlich von Wirtschaftsunternehmen und eben auch Solo-Selbstständigen. Und in dieser Eigenschaft beraten wir aktuell sehr, sehr stark dahingehend, inwieweit man als Unternehmen mit den Gegebenheiten, die jetzt über die Corona-Pandemie auf einen einbrasselt, umgehen kann. Genau. Mhm. Vielen Dank. Und Erhard Grundel haben wir auch noch eingeladen. Das freut mich sehr. Herr Grundel, hallo. Herr Schadowski, ich grüße Sie. Hallo, mein Name ist, ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Erhard Grundel. Ich bin seit 2017, also seit 3 Jahren, Mitglied des Deutschen Bundestags für Bündnis 90 Die Grünen. Bin für meine Fraktion kulturpolitischer Sprecher. Das heißt also auch Obmann, oder nicht auch, aber Obmann und Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien, genauso auch im Unterausschuss für auswärtige Kulturpolitik und im Sportausschuss. Und in meinem
realen Leben, sage ich mal so, habe ich 25 Jahre vor meiner Abgeordnetentätigkeit in der Independent-Musikindustrie gearbeitet und davon rund 15 Jahre als Solo-Selbstständiger. Okay, also auch Sie wissen aus eigener Erfahrung, wovon wir hier heute sprechen. Das freut mich sehr. Und last but not least haben wir natürlich auch noch Lutz. Lutz, Geschäftsführer von Freelance. Wo ist er? Lutz Fischmann. Magst du dich auch einmal kurz vorstellen, bitte, auch wenn die meisten dich kennen werden? Lutz, wir können Lutz dich gerade nicht hören. Stumm. Ich versuche mal einmal die Stummhebung aufzuheben. Aber ich habe das offensichtlich nicht im Griff. Nein, wir können dich leider nicht hören. Ich denke mal, die Probleme kriegen wir bestimmt gelöst. Ich stelle Lutz derweil mal vor. Es steht ja auch unten drunter. Lutz ist aktuell Geschäftsführer von Freelance, macht das schon eine ganze Weile und war vorher auch als Fotojournalist tätig. Lutz, nicht ärgern. Wir holen dich gleich dazu. Und Lutz ist entspannt. Sehr gut. Okay. Bevor wir hier in die Diskussion gehen, würde ich gerne noch ein paar Erfahrungsberichte von den vielen Kolleginnen und Kollegen zeigen, die wir hier gesammelt haben. Und liebe Jana, spiel die doch mal ab, bitte. Moment, ich hänge gerade noch in den technischen Problemen, wie das immer so ist. Ich starte das Intro, wir sehen uns Dankeschön. In 3 Minuten wieder. Ich bin Lutz Jekyll, Fotojournalist und Autor. Ich bin spezialisiert auf Reportagen, vor allem Dingen auf Reisereportagen. Reisen sind aber seit März nicht mehr möglich. Ich habe noch ein weiteres Standbein. Ich halte seit einigen Jahren multimediale Live-Reportagen auf deutschsprachigen Bühnen. Aber auch das ist seit März nicht mehr möglich, weil alle Bühnen mehr oder weniger geschlossen sind. Ich hatte das Glück, in den letzten Jahren eine gute Auftragslage zu haben, also ich konnte Rücklagen bilden, von denen lebe ich jetzt. Aber diese Rücklagen waren eigentlich für etwas anderes vorgesehen. Ich bin als Film- und Fotojournalistin fast die ganze Zeit im Jahr unterwegs. Plötzlich war das nicht mehr möglich. Anstatt zu jammern, habe ich einfach mein Geschäftsmodell umstrukturiert und verdiene jetzt mein Geld mit Online-Workshops, Coachings, meinem Shop, Buchprodukten und Prints. Ich habe Corona-Soforthilfe beantragt, aber mittlerweile ist mir das zu mühselig. Am Anfang habe ich es zwar sofort bekommen, aber jetzt blicke ich nicht mehr durch bei dem ganzen Antragsdschungel. Ich verwende meine Zeit lieber damit, mein neues Geschäftsmodell aufzubauen und kreativ zu bleiben. Hallo! Was nützen teure Kampagnen der Landesregierungen, um Menschen in die Selbstständigkeit zu bringen, wenn die Politik uns Solo-Selbstständige und Kreativschaffende jetzt im Stich lässt? Wir Solo-Selbstständige wissen am Monatsanfang nicht, was am Monatsende auf dem Konto ist. Bisher bin ich relativ glimpflich durch die Pandemiezeit gekommen. Wie es nächsten Monat aussieht, ich weiß es nicht. Wir müssen jetzt vor Überschuldung und Insolvenz geschützt werden. Um glaubwürdig zu sein, appelliere ich an die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger der Politik, den Solo-Selbstständigen und Kreativschaffenden, die durch Corona-bedingte Absagen am härtesten getroffen sind, eine Art Zuschuss, ähnlich wie beim Kurzarbeitergeld, in Höhe von monatlich 2.000 Euro zu gewähren. Mein Name ist Alex Schelbert, ich bin seit 25 Jahren Eventfotograf, insbesondere für internationale Großunternehmen. Dieses Jahr wurden alle Events erst verschoben und letztlich dann doch abgesagt. Was mache ich? Ich kümmere mich mit meinen bestehenden Kunden und auch mit neuen Kunden darum, dass wir neue Wege gehen können, dass wir andere Wege gehen können und dass wir irgendetwas entwickeln, was die Kunden brauchen. Ich nutze wesentlich stärker die Social Media Kanäle wie LinkedIn oder Facebook und habe auch meine Website upgedatet. Weiter mache ich ganz viel Fortbildung und probiere einfach neue Dinge aus, denn dafür ist aktuell Zeit, die ich sonst normalerweise nicht hatte. Von der Politik würde ich mir erwarten, dass sie uns Solo-Selbstständige endlich als Unternehmer betrachtet. Niemand von uns will in irgendwelche sozialen Sicherungssysteme wie Hartz IV. Wir brauchen aber dennoch Unterstützung, denn betriebliche Kosten hat von uns so gut wie keiner, dafür aber massive private Kosten. Und die müssen in irgendeiner Form abgefedert werden, solange wir keine Chance haben, weiter in unserem bestehenden Bereich zu arbeiten. So, da sind wir wieder. Ich persönlich fand es sehr schön, gerade zu sehen, dass die Kollegen, die da jetzt gezeigt wurden, nicht nur jammern, sondern auch versuchen, in eine Lösungshaltung zu kommen. Trotzdem, Herr Grundl, erste Frage geht an Sie. 60% der Solo-Selbstständigen beklagen aktuell Einkommensverluste. Bei den Fotografinnen und Fotografen ist die Lage, glaube ich, prozentual noch schlimmer. Glaube ich nicht nur, sondern weiß ich sogar, da kommen wir gleich noch hin. Ich frage mal so polemisch, macht die Politik genug und macht sie vor allem das Richtige, um Solo-Selbstständigen wie uns zu helfen aktuell? Naja, Herr Rudowski,
ich will mal so anfangen, die Politik, da habe ich eine kleine Aversion gegen diesen Ausdruck, weil es natürlich die unterschiedlichen Ideen, die es in der Politik gibt, wie man vielleicht mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie umgeht, auseinandergehen. Also gibt es da keine einheitliche Meinung. Also definitiv macht die Regierungspolitik in Berlin zu wenig. Es ist vielleicht gut gemeint, dem will ich gar nicht absprechen, aber die Hilfsprogramme, sie doppeln sich, sie schließen sich gegenseitig aus, wenn es dann um die Länder geht, die Länder warten, was macht der Bund? Ich empfinde es nach vielen Gesprächen, die ich mit Solo-Selbstständigen, Künstlerinnen und Künstlern und so weiter führe, einfach diese existenzielle Bedrohung, die nach der Pandemie einfach da ist. Das hat die Politik, glaube ich, oder das hat, sage ich selber schon, es hat die Regierung jetzt seit ein, zwei Monaten vielleicht wirklich wahrgenommen. Und ich glaube, dass man da immer noch ein bisschen in dem Prozess ist, die Problematik zu verstehen. Es wurde eins angesprochen, ich glaube, der Herr Bupp war das, mit den Ausgaben mit den Betriebsausgaben. Mhm. Und wenn man sich mit der Solo-Selbstständigkeit beschäftigt hätte, dann hätte man einfach feststellen müssen, schon frühzeitig, dass für einen Solo-Selbstständigen Betriebsausgaben einfach reale Kosten sind, die er sofort zahlen muss. Also versucht jeder Solo-Selbstständige, mit denen ich gesprochen habe, diese Betriebskosten so niedrig wie möglich zu halten. Also helfen mir Zuschüsse in dem Bereich nichts. Also ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass auch die Regierung dazulernt und auch Gespräche führt. Also ich glaube schon, dass das Geheimnis wäre, dass man mit den Betroffenen mehr ins Gespräch kommen muss. Mhm. Und das ist auch meine Forderung an die Bundesregierung, dass man da deutlich zulegen muss, weil da ist in den vergangenen Monaten einfach viel zu wenig bis nichts geschehen. Deutlich zulegen klingt natürlich in meinen Ohren wie Musik, aber welche konkreten Forderungen haben Sie dann aus der Opposition an zum Beispiel Herrn Braun, an Herrn Altmaier, an Frau Grütters, an Frau Merkel? Ich könnte jetzt noch ganz viele andere Namen hier auflisten, auf die von Solo-Selbstständigen gerne mal heutzutage geschimpft wird. Haben Sie konkrete Ideen oder Vorschläge, was also, da oder anders werden müsste? Ja, also ich glaube, dass es ist kein Allheilmittel oder kein Wundermittel, aber der sogenannte fiktive Unternehmerlohn oder Existenzgeld, egal wie man es auch labelt, das glaube ich wäre ein erster Schritt, mit dem nicht pfändbaren Grundeinkommen 1200 Euro im Schnitt. Das wird, glaube ich, den Betroffenen einfach helfen, erstmal in eine Verschnaufpause zu kommen, weil jetzt ist man sehr getrieben, wie ich vorhin sagte. Also ich stelle es fest in allen Gesprächen, es geht bei allen an die Rücklagen werden, man sieht es, wie die Rücklagen wegschmelzen, wenn man denn in der glücklichen Lage ist, Rücklagen aufgebaut zu haben. Und das wäre jetzt erstmal die erste Forderung, diesen fiktiven Unternehmerlohn einzuführen und dass das keine Fantasterei ist. Das zeigt sich ja in verschiedenen Bundesländern oder in ein paar wenigen. Ich sage jetzt mal, in Baden-Württemberg wird er seit März praktiziert. Und Bayern hat ja, also der bayerische Ministerpräsident hat zum Äußersten gegriffen, hat gesagt, er orientiert sich am Beispiel von Baden-Württemberg. Jetzt hat er leider erst die Kündigung halt gemacht, vor 4 Wochen bis jetzt ist nichts nachgekommen. Mit der Begründung jetzt letzte Woche, man wolle erst mal sehen, was der Bund macht. Aber in den Novemberhilfen ist natürlich gibt es Abschlagszahlungen. Das wird den Mitgliedern auch bekannt sein. Diese bis zu 5.000 Euro bis in Juni rein. Weiß nicht, wem das hilft oder ob das ist, was die Leute brauchen. Wird wieder nichts kommen. Und das ist das, was auch zermürbt. Vielen Ankündigungen, die es immer wieder gibt. Man versucht mitzuhalten. Mhm. Also mich fragen, was ist jetzt eigentlich schon alles angekündigt? Ich muss auch abwinken. Also es ist einfach zu viel und das macht die Leute genau. Okay, also wir bleiben gespannt, was da noch kommt. Ich höre da so ein bisschen Hoffnung raus, dass sich was tut. Lutz, wie geht's dir denn als Vertreter der Fotografen in der aktuellen Situation? Wie ist deine aktuelle Einschätzung und hast du Hoffnung, dass da noch sowas wie dieses Grundeinkommen, nennen wir es jetzt mal, kommt oder ähnliche Verbesserungen?
Also Hoffnung muss man als Verbandsgeschäftsführer ja immer haben, sonst muss man, glaube ich, kündigen. Und ich verfolge die Szene ja schon über 20 Jahre, angefangen von der Urheberrechtsgesetzgebung, wo wir auch, ich sage das mal so, alleine gelassen wurden. Aber so eine Naturkatastrophe wie so eine Pandemie, die kommt natürlich über uns alle, ja, wie eben wie eine Naturkatastrophe, unabwendbar. Und die Auswirkungen sind schon fatal. Wir werden gleich in der Auswertung der Kurzumfrage sehen, wie viele Aufträge an Fotografinnen weggebrochen sind. Ich verrate es mal vorab, es sind über 77% der Kolleginnen, die gesagt haben, die Aufträge sind weggebrochen. Und einhergehen natürlich die Einnahmeausfälle. 65% der Befragten erleiden. Spoiler nicht gleich, Spoiler nicht alles, aber. Nein, nur die beiden Zahlen mal, aber diese Einnahmeausfälle zwischen 50 und 100%, das betrifft 65% unserer Kolleginnen. Und das ist einfach eine Katastrophe. Und diese Krise trifft natürlich unsere Leute völlig unverschuldet. Wie alle anderen übrigens auch an dieser Stelle. Ich sage das nochmal deutlich. Es gibt viele Solo-Selbstständige, denen es richtig schlecht geht gerade. Nicht nur die Fotografen, aber über die reden wir ja gerade hier. Und wir dürfen, glaube ich, auch, wenn ich das noch sagen darf, nicht aus den Augen verlieren, dass Kulturschaffende, und da gehören dann viel mehr zu als Fotografen, noch nie zu den Großverdienern gehörten. Das war immer schon ein kulturelles Prekariat. Und darum trifft sie diese Pandemie wirtschaftlich ganz besonders hart. Und hast du, das war der Punkt, wo ich hin wollte, das Gefühl in den letzten Wochen oder wenigen letzten Monaten, dass uns zugehört wird, dass Dinge sich verbessern, also dass nachjustiert wird? In Grenzen. Also wir haben ja Frau Grütters schon im Anfang April einen offenen Brief geschrieben, weil sie sagte, ich lasse sie nicht alleine. Und dieses Versprechen hat sie leider nicht erfüllt. Und wir sehen halt, dass viele anscheinend überhaupt nicht wissen, wie die Wirtschaft bei Solo-Selbstständigen funktioniert. Und das weiß anscheinend in Berlin keiner so richtig. Und darum werden wir doch mit vielen Placebos abgespeist. Ich muss das mal so deutlich sagen, wo hohe Hürden eingebaut werden. Und letztendlich, das sagte ja auch Frau Grütters, gehen Sie doch zu Hartz IV. Und dass das keine Lösung für Selbstständige ist, dürfte sich ja allgemein rumgesprochen haben. Aber wir haben auch es natürlich mit einem politischen Verteidigungskampf zu tun. Und da fallen wir als Selbstständige, viele Selbstständige, einfach durch den Rost. Also ein bisschen raus, genau. Okay, dann gucken wir uns doch die Realität mal an, bevor wir die restlichen Gäste hier mit, die auch schon ein bisschen mit den Hufen scharren, vermute ich mal, mit in die Runde holen. Jana, du hast eine Umfrage für uns, die wir Freelance unter 1.000 Kolleginnen und Kollegen gemacht haben. Also über 1.000 Kolleginnen und Kollegen haben teilgenommen. Das finde ich jetzt gar nicht mal so wenig. Erzähl doch mal, was habt ihr herausgefunden? Das sind für Umfrageverhältnisse sehr, sehr viele. Die Umfrage zeigt meines Erachtens ganz klar, dass wir dringend Klarheit und vor allen Dingen auch Planungssicherheit brauchen. Die Umsatzeinbrüche, die wir da in den letzten Monaten zu verzeichnen hatten, das hat Lutz gerade sehr schön ja auch schon gesagt, die sind für uns wirklich existenzbedrohend. Mhm. Ich gehe gleich mal rein, Vollgas. Man sieht schon gleich hier einmal eine Verteilung, wo, in welchen Bereichen die Fotografen bei uns im Verband arbeiten. Es sind natürlich immer noch sehr viele Journalisten dabei, klar, wir sind ein ursprünglich journalistischer Verband. Haben aber auch wahnsinnig viele aus dem Bereich Corporate, Industrie und Unternehmen und eben auch Messe, Events und Veranstaltungen. Wenn wir jetzt mal anfangen zu streichen, welche von diesen Bereichen momentan mit Corona und dem jetzt gerade insbesondere dem Lockdown, aber überhaupt generell in diesem Jahr wirklich eigentlich weggebrochen sind, dann bleibt die Frage, wo sollen wir denn hin? Was kann man denn noch machen als Fotograf, was nicht irgendwo unter die Corona-Einschränkungen fällt? Gehen wir gleich mal weiter. Es haben doch fast 80% der Mitglieder bei Freelance massive Auftragsstornierungen gehabt, Terminverschiebungen und Zahlungsausfälle, 25% Zahlungsausfälle. Wenn du mal einmal wirklich ein großes Projekt umgesetzt hast, hast da viel Arbeit und Energie reingesteckt und dann kriegst du das Geld nicht, musst aber trotzdem die Ausgaben, ich kenne das, wenn ich irgendwo eine Produktion habe und ich bin mit 5, 6 Leuten unterwegs, die Kosten muss ich ja trotzdem irgendwo zahlen. Und dieser Punkt Terminverschiebungen, der jetzt so irgendwo im ersten Moment noch so, klar, ich habe in meinen AGB drinne stehen, wenn ein Termin verschoben wird, dann mussten so ein Ausfallhonorar gezahlt werden. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn man einen Termin um ein Jahr verschiebt, braucht da keiner mehr dran glauben, dass der Termin im nächsten Jahr, die Produktion im nächsten Jahr umgesetzt wird. Da stehen doch schon die nächsten Themen an.
Von daher kann man diese Terminverschiebungen nach, wir haben jetzt fast über neun Monate Lockdown, Corona-Einschränkungen, kann man diese Terminverschiebungen inzwischen eigentlich fast einer Auftragsstornierung gleichsetzen. Kommen wir weiter zu den nächsten Punkten. Das hat der Lutz ja gerade schon gespoilert. Das ist schockierend. 75% Umsatzeinbrüche für fast 40% der Mitglieder und selbst 50% Umsatzeinbrüche. Die Kosten laufen ja weiter. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwo die Kameraversicherung nicht mehr zahlen müssen. Unsere Kosten sind gleichbleibend. Die allerwenigsten der Kosten sind irgendwo verrechnebar mit den normalen Betriebskosten, wie sie quasi, oder den Fixkosten, noch schlimmer, Fixkosten, die sie mit den Hilfen abgedeckt werden. Und wenn man dann plötzlich von dem Umsatz, den man da hat, nur noch 25% oder 50% zur Verfügung hat, bleibt einfach nichts mehr übrig. Ich persönlich habe mir zwischen März und August kein einziges Gehalt auszahlen können. Sage ich ganz ehrlich, ich habe auch keine Bauchschmerzen damit raus an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich habe mir im August seit März mein erstes Gehalt wieder auszahlen können. Hier kommen wir zu der eigentlich guten Nachricht. Sehr viele von uns haben die Fördermittel beantragt. Das ist ja schon mal ein schöner Schritt. Die meisten haben die Landesmittel beantragt. Das große Fragezeichen und dieses Damoklesschwert, was da in dem Punkt aber über uns schwebt, ist die Frage, was davon dürfen wir überhaupt behalten? Was müssen wir zurückzahlen? Was sind die Bedingungen? Wie man hier sieht, das ist jetzt wirklich mal eigentlich ein Kompliment an die Politik. Wie sind die Erfahrungen mit der Antragsausstellung? Problemlos und schnell, fast 50%. Ist, wie gesagt, an sich super, nur wenn wäre da nicht dieses schwebende Fragezeichen mit dem, was davon dürfen wir behalten, wofür dürfen wir es verwenden? Darf ich Visitenkarten drucken davon? Ist das Marketing oder ist das ein Fixkostenpunkt? Das sind alles so Fragezeichen, wo wir heute hoffentlich auch zu kommen werden. Nächster Punkt ist, und das ist was mir persönlich wahnsinnig Bauchschmerzen bereitet und was eigentlich irgendwo auch ganz klar für das steht, was überhaupt die Probleme sind, die wir in der Branche haben. KSK-Beiträge anpassen, künstliche Beiträge in der Künstlersozialkasse anpassen, ist ja eigentlich einfach nur eine Verschiebung von dem Problem. Das heißt, wir müssen uns gerade damit nicht rumschlagen und dabei in dem Moment in den nächsten Jahren wird das bitter auf uns zurückfallen. Genauso wie der Punkt Vermögen veräußern oder beleihen. Wenn wir jetzt weiterschauen, die nächste Frage, wie lange wir mit der derzeitigen Situation finanziell noch zurechtkommen, gibt es tatsächlich 30% der Leute, die trotz Corona gut zurechtkommen. Das ist die gute Nachricht. Es gibt diese Menschen, die es geschafft haben, sich in der Krise was Neues zu suchen, was Neues aufzubauen und da neue Wege zu gehen. Wenn man die anderen Zahlen anschaut, ist es gleich ein bisschen trister. 2 Monate, 3 oder mehr Monate, da sind fast 50%. Das ist meines Erachtens ein klarer Indikator dafür, dass jetzt gehandelt werden muss. Wir können das nicht noch länger aussitzen. Was wir unternommen haben, um der Krise zu begegnen, das ist eigentlich eine sehr spannende Frage, weil wir schieben immer ganz gerne so ein bisschen die Verantwortung weg von uns und sagen, es wird nichts für uns getan. Wenn nichts für uns getan wird, dann haben wir nicht genug gefordert. Und wir müssen mehr fordern und wir müssen uns zusammentun. Das ist so ein bisschen die Message, die ich persönlich auch rüberbringen möchte an dem Punkt, dass wir zusammenarbeiten müssen und dass wir eben auch hier neue Geschäftsbilder anbieten müssen, dass wir trotzdem weitermachen müssen. Und das ist ja auch unsere Stärke, dass wir uns, egal was passiert, wir sind Solo-Selbstständig, jeder hat schon mal irgendwo eine Krise durchgemacht als Solo-Selbstständiger und wir lassen uns nicht unterkriegen. Das ist ja unsere größte Stärke. Und ja, ihr seht das selber, ich muss das nicht vorlesen hier. Wir haben natürlich viele freie Projekte gemacht, natürlich haben alle ihr Portfolio und Webauftritt überarbeitet. Und die Feststellung, dass nicht ein reiner Stillstand herrscht, sondern dass die Leute was tun und was anpacken und selber eigene Ideen umsetzen, das ist was ja Hoffnung macht. Wenn wir zu den derzeitig größten Herausforderungen kommen, haben wir ganz oben und zwar mit Abstand führend die Planungsunsicherheit und die finanzielle Unsicherheit. Sehr viel mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. 70%, das heißt, es gibt nur 30% der Fotografen bei Freelance, die sich um diese Themen nicht wirklich schwere Gedanken machen müssen. Ich spiele den Ball zurück. Ich bin sehr gerne, jederzeit ist es mir möglich, diese einzelnen Fragen wieder einzublenden, wenn irgendwer darauf nochmal Bezug nehmen möchte. Und gebe an den Punkt zurück zum Andreas.
Danke, Jana. Danke auch fürs Plädoyer. Ich hoffe, das ist bei ein paar Leuten angekommen. So schnell lassen wir uns nicht unterkriegen. Aber dennoch ist für mich aus dieser Umfrage die wichtigste Erkenntnis vor allem, dass es eine massive Planungsunsicherheit gibt und eine sehr große Verunsicherung unter den Kollegen. Ich würde die Frage mal an Herrn Greber gleich spielen. Sie haben ja genau zu dem Thema geforscht und noch ein bisschen anderen Themen natürlich auch. Wie sehen Sie aktuell und in die Zukunft gedacht die Situation der Solo-Selbstständigen? Dann kriegen wir vielleicht noch Herrn Greber statt Lutz eingeblendet. Super, Dankeschön. Genau, wie sehen Sie die Zukunft aktuell, beziehungsweise was sagt Ihre Forschung dazu? Ja, also bezogen auf unsere Forschung bestätigt sich das Bild, was wir halt auch irgendwie in der allgemeinen Bevölkerung haben. Also im Vergleich zu der durchschnittlichen Selbstständigen, die wir befragt haben, ist die Betroffenheit sogar noch etwas höher. Also zum Beispiel, was halt eben den Umsatzrückgang betrifft und Ähnliches, ist schon stark. Zum Thema Unsicherheit, so viel unternehmerisches Tun ist natürlich hochproblematisch, weil es ist natürlich, Planung ist unheimlich schwierig, Investitionen sind unheimlich schwierig, es treten Konsumzurückhaltung auf, Leute sparen und fragen halt keine Leistung mehr an. Dazu kommt ja auch noch die Insolvenzverschiebung oder Aussetzung. Normalerweise ist man ja verpflichtet, halt Insolvenzen anzuzeigen. Das wurde jetzt ausgesetzt am 30. Dezember. Mir persönlich ist es ein bisschen steierhaft, wie die Verbindlichkeiten, die nicht bedient werden konnten, zusätzlich Umsatz generiert werden sollen in der Zukunft. Das ist auch nochmal gerichtet an Politiker und Politikerinnen, wie man damit in Zukunft umgeht. Es hat natürlich auch individuell Konsequenzen, also große Unsicherheit ist natürlich auch mit gesundheitlichen Problemen assoziiert und psychischen Belastungen auch im familiären Umfeld. Das ist ja, und in der Regel identifizieren sich ja Selbstständige sehr mit ihrer Tätigkeit und von daher, wenn das komplett wegbricht, ist das natürlich auch sehr dramatisch. Haben Sie da Zahlen für uns eventuell sogar? Also ist das ein Problem, was so um 10% gestiegen ist, dass Leute einfach wirklich ihnen die psychologische Grundlage fehlt, um überhaupt noch unternehmerisch zu denken und nach vorne, also ein Freelancer wie wir, positives Denken gehört ja fast schon dazu, um überhaupt erfolgreich sein zu können. Das ist jetzt eine laufende Forschung, von daher ist das jetzt noch nicht alles sehr vorläufig, aber also was wir in der Bevölkerung sehen, ist nur ein allgemeiner Anstieg der Symptomatik. Aber Selbstständige, die Einkommensverluste hinnehmen mussten, haben halt relativ zu denjenigen, die Einkommensverluste haben, halt eben Standardabweichungen, höhere Wahrscheinlichkeit, depressive Symptomatik anzuzeigen. Also jetzt kurz übersetzt bedeutet das, also nur mal zu benchmarken. Das sind schon erdrutschartige Veränderungen. Die 8% einer Standardabweichung, das ist halt sehr viel. Das sind sozioökonomische Unterschiede in der psychischen Verfasstheit. Das ist jetzt mehr als doppelt so hoch. Das ist schon ein schwerer Schock. Erdrutschartig, so ein starkes Wort hätte ich jetzt gar nicht erwartet, aber vielleicht beruhigt es auch den einen oder anderen Kollegen oder Kolleginnen, die merkt, dass das letzte Dreivierteljahr sehr anstrengend war, dann ist er definitiv nicht allein. Ihr Institut hat sich auch für den fiktiven Unternehmerlohn eingesetzt. Sind Sie mit dem, was aktuell gemacht wird, zufrieden? Ja, ich habe jetzt gerade mal im Laufe der Diskussion, was sich verändert hat irgendwie zu den vorherigen Überbrückungshilfen, ist ja eben, dass jetzt bei den Novemberhilfen für Solo-Selbstständige die Hilfen pauschal ausgezahlt werden. Im Zweifel können die sich halt eben schon auch von diesem Betrag dann den Lebenserhalt bezahlen, aber gleichzeitig ist aber die Höhe nach meinem Verständnis gekoppelt an den Umsatzrückgang. Und von daher, man müsste weiter eben die Betriebskosten finanzieren und ähnliche Ausgaben davon bestreiten. Von daher bleibt auch die wieder die Frage, was dann an Lebenserhalt übrig bleibt. Also meine Meinung ist, dass insbesondere für Solo-Selbstständige, da jeder halt an der richtigen Stelle ausgegeben ist, was ja auch wiederum Einkommen für andere generieren würde, zum Beispiel im Handel, weil Sparmöglichkeiten gibt es gerade nicht. Also jeder Euro, der da ausgegeben wird, wird ja auch an anderer Stelle ausgegeben. Okay. Frau Gilliard, ich würde Sie gerne mal mit dazu holen hier. Aktuell, wer jetzt nicht täglich, würde ich mal behaupten wollen, am Ball bleibt und sich täglich informiert, was es aktuell gibt, Soforthilfe, Überbrückungshilfe, Novemberhilfe, Neustarthilfe, fällt Ihnen noch ein Wort ein,
Da kann man schnell mal durcheinander kommen. Was hören Sie von Ihren Kundinnen und Kunden im Alltag? Wann mit das zu rechtlichen Problemen haben Ihre Fotografinnen und Fotografen, die Sie betreuen, zu kämpfen? Also ich habe jetzt kaum verstanden. Leider ist meine, weiß ich nicht, Internetverbindung im Moment nicht so prickelnd. Grundsätzlich ist es natürlich so, man kann gut durcheinander kommen. Und die meisten Hilfen, also am Anfang gab es ja die Supporthilfe, die dann ja auch das Ziel hatte. Na, jetzt haben wir Sie leider, glaube ich, verloren, Frau Gilliard. Zumindest ist der Ton weg. Jana, kriegen wir das wieder hin, oder? So ist es manchmal mit der Technik. Wir machen das hier nicht professionell. Wir geben unser Bestes. Jetzt hören wir Sie wunderbar. Ich stelle die Frage mal nochmal. Was hören Sie von Ihren Kunden, was es aktuell an Problemen gibt, was ist Ihre Einschätzung der Lage aktuell? Naja, das größte Problem ist für alle Branchen, dass sie zum größten Teil nicht arbeiten dürfen. Das ist das Problem. Und dass es nicht an ihnen liegt, dass sie nicht arbeiten dürfen, sondern es wird verboten. Und bei was die Hilfen betrifft, also wirklich, klar, arbeiten dürfen viele Branchen aktuell nicht, aber es wird ja versucht zu helfen. Was ist das größte Problem bei der zum Beispiel Annahme dieser Hilfen oder beim Verständnis der Hilfen und so weiter? Was merken Sie dort mit Ihren Klienten? Naja, natürlich versucht auch jeder dann so viel Hilfen in Anspruch zu nehmen, wie es irgendwie geht. Es sind natürlich die Branchen dann auch bevorteilt, die viele Fixkosten haben. Die Hilfen sind ja so gestaltet, dass eben Überbrückungshilfe 1, 2, dann zukünftig 3 hauptsächlich sich darauf spezialisiert, dass eben so und so viel Prozent der Fixkosten übernommen werden. Mhm. Das ist natürlich schön. Fixkosten sind ja, wie der Name schon sagt, die Kosten, aus denen man dann so ad hoc nicht rauskommt. Wie soll man die bezahlen, wenn man keine Umsätze hat? Es werden ja nicht 100% der Fixkosten jeweils bezahlt, übernommen, sondern es werden immer nur anteilig, je nach Umsatz, Fixkosten erstattet. Das heißt, man hat natürlich dann immer noch keine Kosten, um den persönlichen Bedarf, um die persönlichen Versicherungen und so weiter zu bezahlen. Hat man nicht. Die Novemberhilfe ist ja ein bisschen, sticht da ein bisschen raus. Da hat man jetzt ja gesagt, 75% vom Umsatz aus dem Jahr 2019 als Vergleichsumsatz. Und bei Branchen, die eben jetzt in den Monaten unterschiedliche Umsätze machen, kann man auch ein Zwölftel vom Jahr nehmen. Dass man eben sagt, okay, ich habe sonst meine meisten Umsätze dann und dann, dass man eben das pauschal ausrechnet, Umsätze im Jahr durch 12 und das ist dann der Novemberumsatz. Mhm. Und da kommt man dann 75%. Das ist dann natürlich schon eher eine Hilfe, als wenn man sagt, die Fixkosten. Davon wird natürlich super, diese oder? Hilfe wurde. Bitte? Das klingt auch in der Theorie erstmal super. Klingt so erstmal super. Ja, es sind allerdings dann auch die Branchen davon berechtigt, diese Anträge zu stellen, die direkt von dem Lockdown betroffen sind, beziehungsweise indirekt, weil sie dann mit anderen Firmen, die vom Lockdown betroffen sind, zumindest 80% ihres Jahresumsatzes machen. Also man muss selber erstmal gucken. Also Fotografen an sich sind so ja direkt nicht vom Lockdown betroffen. Es gibt sogar ein Papier aus Bayern, wo dann explizit gesagt wird, die Fotografen können arbeiten. Gar kein Problem. Sie müssen nur Maske aufsetzen und die Leute, die fotografiert werden, auch. Okay. Das ist natürlich dann nicht so praxisnah, würde ich behaupten. Motivation, da irgendwelche Fotos zu machen, beziehungsweise Fotos zu beauftragen. Also, wann bin ich dann berechtigt, eine Novemberhilfe zu beantragen als Fotografin und Fotograf? Nochmal, das habe ich jetzt nicht verstanden. Wann bin ich denn dann berechtigt? Bayern sagt, ich darf arbeiten, dann bin ich ja quasi automatisch, vermute ich jetzt mal, als Laie nicht berechtigt. Wie sieht es mit den restlichen Bundesländern aus? Wann bin ich berechtigt, die zu beantragen? Also ich würde das, also wenn man nachweisen kann, dass man, und das wird auch geprüft, dass man seine Umsätze zu 80% mit Unternehmen macht, die vom Lockdown betroffen sind. Ich würde das schon etwas
weiter definieren. Also wenn man als Fotograf mit Eventbranchen zusammenarbeitet, wenn man mit Reisebranchen zusammenarbeitet, Hochzeiten sind nicht möglich, beziehungsweise es ist eine Zweierveranstaltung oder maximal jetzt zwei Familien mit 5 Leuten und so weiter. Das heißt, damit brechen ja die ganzen Felder weg, wo Fotografen arbeiten. Und insoweit, denke ich, sind Fotografen absolut mittelbar betroffen. Hm. Wenn man diesen Antrag versucht zu stellen, dann kommt man relativ schnell zu dem Begriff. Die Frage geht auch an Herrn Lindheim und vielleicht auch an Sie, Frau Gilliard. Kommt man relativ schnell zu dem Begriff der mittelbaren Betroffenheit? Wer von Ihnen beiden möchte erklären, was das bedeutet? Sie können sich es aussuchen. Vielleicht holen wir Herrn Lindheim mal dazu. Fotografen haben ja oft das Problem, dass eigentlich wirklich gar nicht ihnen konkret verboten wird zu arbeiten und die Kunden existieren ja rein theoretisch noch. Da gibt es diesen Begriff der mittelbaren Betroffenheit. Möchten Sie das mal definieren für die Zuschauer? Also wenn ich darf, also Entschuldigung, ich wusste es ja noch, wenn die gerne, danke, das war ein bisschen unkonkret von mir, aber gerne. Also wie gesagt, also ich teile da die Auffassung von der Kollegin Gilliard nicht zu 100%, weil die mittelbare Betroffenheit ist im Gesetz recht klar definiert. Das bedeutet, dass ich mit einem Unternehmen, das wiederum die Tätigkeit aufgrund der Corona-Gesetzgebung verboten bekommen hat, 80% meiner Umsätze mache, beziehungsweise wenn ein Dritter mir einen Auftrag vermittelt, der nur mit einem Unternehmen zusammenarbeitet, dessen Tätigkeit wiederum verboten ist, nur dann kann ich sozusagen eine mittelbare Betroffenheit feststellen. Das bedeutet jetzt, also für den konkreten Fall eines Fotografen, wenn ich jetzt über eine Veranstaltungsagentur, sagen wir mal, 80% meiner Aufträge bekomme und diese Veranstaltungsagentur wiederum sozusagen nur für Messen tätig ist, dann habe ich ja, nachdem Messen verboten sind, eine unmittelbare Betroffenheit A der Messen, dann B eine mittelbare Betroffenheit dieser Veranstaltungsagentur, da ja die nur an Messen vermittelt. Und wenn ich jetzt wiederum nachweisen kann, dass ich mit der Messe, mit dem Veranstaltungsagentur 80% meiner Umsätze mache, dann bin ich mittelbar betroffen. Das wird aber nach meiner Erfahrung für die allerwenigsten Fotografen tatsächlich zutreffen, weil die allerwenigsten Solo-Selbstständigen binden sich ja so stark an nur einen Auftraggeber. Das bedeutet, selbst wenn ich jetzt mit, sagen wir mal, 70%, 60% einen Vertrag mit einer konkreten Messe habe oder mit einer konkreten Veranstaltungsagentur, dann falle ich aus diesem Raster schon raus. Und das ist jetzt auch so von der politischen Gemengenlage, die jetzt da auch schon besprochen wurde. Also ich sehe da schon eine erhebliche Regelungslücke, die Politik nach wie vor nicht schließt. Weil wenn ich mir die Hilfestellungen ansehe, die so gegeben werden, dann beziehen sich die entweder, wie die Frau Gilliard schon zu Recht gesagt hat, entweder auf eine kostenbasierende Betrachtung. Wenn ich als Solo-Selbstständiger niedrige Fixkosten habe, komme ich da nicht weit. Oder die zweite Alternative ist eben jetzt hier mit der Novemberhilfe, dass ich sage, ich helfe nur den Branchen, die tatsächlich im Prinzip unmittelbar von einem Verbot betroffen sind, beziehungsweise die halt wie beim sozusagen einem Automobilzulieferer direkt hinten dranhängen, denen helfe ich. Und dann habe ich eben noch so diese November-Starthilfe oder dann irgendwie so Kulturfonds gibt es in Bayern, die halt in einem sehr, sehr, sehr überschaubaren Niveau, was das Finanzielle anbelangt, Hilfen geben. Also ich würde sagen, das ist mehr der Tropfen auf dem heißen Stein, denn tatsächlich eine echte Hilfe, die gerade in dem Bereich der Solo-Selbstständigen, in dem wir uns hier bewegen, halt angezeigt ist. Also da sehe ich schon Lücke. Okay, wenn Sie jetzt sagen, man müsste theoretisch, und das machen hoffentlich die wenigsten Kollegen, 80% seines Umsatzes mit einem Auftraggeber fahren und so weiter und so fort. Lutz hat da gleich einen Einwurf, aber meine Frage noch vorher, gibt es denn eine Chance überhaupt zu kommen an diese Hilfen dann? Offen gesprochen halte ich das für schwierig. Also natürlich ist die Frage, wie die Frau Kilde da schon gesagt hat, dass man sagt, okay, ich generiere 80% meiner Aufträge mit Branchen, die unmittelbar verboten sind, dass ich mit dieser Argumentation es versuche. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das so dem Förderzweck der Corona-November-Hilfe entspricht. Also wenn man sich da auch die Begründungen durchliest, ich befürchte, dass das die Fördervoraussetzungen nicht erfüllt.
Lutz, was sagst du dazu? Wir dürfen nicht vergessen, dass wir diese 80%-Quote, die wir ja nachweisen müssen, mit welchen gelockten Branchen wir im letzten Jahr gearbeitet haben, sei es im Durchschnitt oder nur im November, das darf man sich ja aussuchen in der Berechnung, da kann man also eine Besserstellung herfallen, auch addiert werden dürfen. Das heißt, wenn ich das mal konstruiere, in meiner Ansicht jedenfalls auch nach den Begründungen nach, nehmen wir einen Theaterfotografen und einen Eventfotografen und einen Messefotografen. Dieser Fotograf ist einer in einer Person. Das heißt, er fotografiert genau diese drei Sachen und vielleicht noch zu 10% Journalismus, die ja nicht vom Lockdown betroffen sind. Dann erfüllt er natürlich die 80%-Quote. Es muss nicht ein Auftraggeber sein, weder mittelbar noch unmittelbar. Nach meiner Ansicht nach reicht es auch in der Addition. Trotzdem werden es die meisten wahrscheinlich nicht erreicht. Da gebe ich den Teilnehmern recht. Also da hat der Herr Fischmann selbstverständlich recht. Man kann also jedenfalls so, wenn man die dafür maßgeblichen FAQs liest, schon von einer Kombination der Unternehmen, mit denen man zusammenarbeitet, ausgehen. Das ist richtig. Also sehe ich das auch. Okay, gehen wir das mal optimistisch an. Um auch weiter optimistisch zu bleiben, und ich hoffe, ich stelle mir jetzt nicht selber eine Falle. Wir hatten ja auch schon die Soforthilfe 1 Anfang des Jahres. Frau Gilliard, gibt es da schon Erkenntnisse, was mit diesen Soforthilfen von damals inzwischen heute passiert? Müssen Fotografen selber aktiv werden, um irgendwann mal eine Rechtssicherheit zu haben, Geld zurückzahlen, ja oder nein? Und wie schätzen Sie da die Gefahr ein, dass Behörden doch noch mal irgendwann auf einen zurückkommen und sagen, wir hätten da ja noch mal 3.000 Euro zurück? Naja, da gab es ja auch diese Voraussetzung, wann kann ich eine Hilfe beantragen, beziehungsweise wie sehen meine Zahlen aus, damit ich die Hilfe bekomme. Und wenn, natürlich wird das also im Rahmen des Finanzamtes wird überprüft, man gibt ja seine Gewinnermittlung ab oder vielleicht sogar Bilanzen. Und dann kann man eben, kann das Finanzamt ja überprüfen, ob die Angabe in dieser Soforthilfe richtig war. Und wenn die richtig war, brauchen wir nicht zurückzahlen. Mhm. Es gab aber auch viele Bereiche, beziehungsweise es gab auch viele Selbstständige, die haben vor lauter Schreck am Anfang Soforthilfen beantragt, haben dann aber festgestellt, dass sie plötzlich übers Internet andere Branchen oder andere Bereiche auftun konnten und haben festgestellt, oh, mir ging es richtig gut, ich habe gute Umsätze gemacht. Die haben es dann selber gesehen oder wurden von uns darauf hingewiesen und haben dann ihre Corona-Hilfe zurückgezahlt. Mhm. Aber wenn man die Angaben richtig gemacht hat, braucht man keine Angst haben, dass man zurückzahlen muss. Aber da Jana, bitte. Ja. Darf ich mich da kurz einklinken? Da stellt sich mir zum Beispiel die ganz große Frage, und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die diese Fragen hat. Was sind denn für mich Fixkosten? Ich habe Kosten, die kommen regelmäßig, das ist meine Kameraversicherung, aber darauf gehen wir ja nachher auch genau ein, mit den spezifischeren Fragen. Aber der Punkt ist, dass dieser Faktor und dieses große Wort Fixkosten ja eigentlich für uns nicht so wirklich funktionieren. Also zumindest nicht in dem eigentlichen Sinne. Na gut, zu den Fixkosten gehören Miete, anteilige Miete für die Räumlichkeiten, ja, Versicherung, Zinsanteile von Finanzierungen, Steuerberatungskosten für irgendwelche Anträge, beziehungsweise in den Monaten, wo dann Steuerberatungskosten anfallen, wenn die zu diesen Antragsmonaten gehören und so weiter. Beziehungsweise bei der ersten Hilfe waren diese Fixkosten relativ genau benannt. Da ist jetzt zum Beispiel bei mir der Fall, ich habe zwar in diesen 3 Monaten, sagen wir jetzt mal 6.000 Euro Firmenkosten, Ausgaben für die Firma gehabt, dafür anrechnen für die Soforthilfe, da komme ich auf nicht mal 400 Euro von diesen 6.000 Euro Ausgaben, die ich hatte, die für mich tatsächlich unter diese klassischen Fixkosten fallen. Das heißt, wenn ich jetzt am Anfang die Soforthilfe beantragt habe, dann habe ich hinten raus ein riesiges Problem, weil all das, was ich an Ausgaben habe, egal wie viele es sind, fallen alle nicht in diesen Punkt rein. Und das ist so das Problem, was gerade die Frühhilfen beantragt haben, weil sie gemerkt haben, wie ich, die Grenzen sind zu, was soll ich machen? Ich komme nicht raus, alle Produktionen sind abgesagt. Ich habe den ersten Strohhalm gegriffen, den ich gefunden habe, und das waren diese Soforthilfen. Und davon
darf ich dann jetzt im Endeffekt nichts verwenden oder fast nichts ansetzen. Das heißt, Sie haben dann hauptsächlich Kosten im Bereich von Mitarbeitern gehabt, freiberuflichen Mitarbeitern? Nein, ich habe Kosten für Visitenkarten, ich habe Kosten für den Druck von Bildern gehabt, für die Ausstellung. Das sind Kosten, die noch mit reinreichen. Also wenn Sie Kosten haben für... Das ist jetzt schon wieder ein bisschen sehr... Ich merke, ich habe gerade an dem Punkt ein bisschen den Rahmen gesprengt. Das ist eine Frage, die ist schon ein bisschen zu konkret. Verschieben wir das Ganze konkret auf nachher. Ich weiß, dass ich kenne ja die Liste der Fragen, die auftauchen. Ich weiß, dass diese Thematik da aufploppt. Aber was bei mir im Kopf so ein bisschen das Fragezeichen ist, ist, was sind Fixkosten und was sind Betriebsausgaben? Wo ist der Unterschied? Betriebsausgaben sind alle Ausgaben, die Sie im Rahmen des Betriebes haben. Und Fixkosten sind die Kosten, die regelmäßig wiederkommen, wo Sie sich verpflichtet haben, eine Sache zu kaufen, zu machen, zu bezahlen, wo Sie nicht rauskommen. Das sind Abo-Verträge, das sind Versicherungen, das sind Zinszahlungen, das sind Mieten, irgendwelche Verträge, wie gesagt, mit Steuerberatern. Es sind jetzt bei den Überbrückungshilfen 1, 2 und so weiter, werden auch Instandhaltungskosten mit angesetzt, wenn Sie Mietkosten für Ihre Objektive haben und so weiter, die gehören auch dazu. Das sind die Kosten, wo man nicht mal eben so sagen kann, nee, spare ich mir, ich habe keine Aufträge. Was sonst noch Betriebsausgaben sind und keine Fixkosten, sind zum Beispiel Reisekosten. Wenn Sie nicht wegfahren, haben Sie keine Reisekosten. Die gehören nicht zu den Fixkosten. Da kommen Sie nicht drum rum. Also die sparen Sie sich. Mhm. Mhm. Das ist ja auch ein Fall. Danke für die Klarstellung. Das fand ich jetzt gerade nochmal. Darf ich da ganz kurz auch noch schnell mich einklinken zu dieser Frage, weil offensichtlich bewegt es doch. Also da muss man schon sagen, man muss sich natürlich immer den unterschiedlichen Zweck der unterschiedlichen Hilfen vergegenwärtigen. Und es gibt eben Hilfen, wie jetzt diese Überbrückungshilfen, die halt tatsächlich jetzt auf die Fixkosten, die unvermeidbar sind, abzielen. Wenn ich jetzt sozusagen, wie Sie sagen, ich brauche eine neue Kamera, ich möchte die Visitenkarten drucken, dann sind es ja faktisch Investitionen und dafür ist jetzt dann von den Gesetzgebern ein anderer Mechanismus vorgesehen worden. Dafür gibt es eben die sogenannten Betriebsmittelkredite. Da kann ich dann eben diesen Sofortkredit, Unternehmerkredit zum Beispiel in Anspruch nehmen. Das ist sozusagen der Pott, der dafür vorgesehen ist. Mhm. Ist das jetzt toll? Also weil im Prinzip geht es darum, es gibt Fördertöpfe, bei denen schenkt einem der Staat tatsächlich Geld. Das heißt, das bekomme ich und das muss ich dann, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen, auch nicht mehr zurückbezahlen. Und dann gibt es halt Hilfen, die nichts anderes dann wie A, eine Stundung und B, die Ermöglichung, dass ich halt relativ einfach an liquide Mittel, also an Kredite komme. Und wenn ich jetzt sozusagen keine Fixkosten habe, sondern Investitionskosten, dann ist schlicht und ergreifend die Kreditaufnahme, die vereinfachte Kreditaufnahme, das Mittel, das der Gesetzgeber hierfür den Solo-Selbstständigen jetzt seit Neuestem zur Verfügung stellt. Das ist die gesetzgeberische Wertung, die da dahinter zugrunde liegt. Ob man das jetzt gut oder schlecht finden mag, das ist eine andere Frage, aber das ist die Förderlandschaft, in der wir uns bewegen. Hm. Jetzt merken wir schon, da kommt vieles durcheinander, weil man kann sich mit 5 Themen gleichzeitig beschäftigen, Kredit aufnehmen, Soforthilfe und so weiter und so fort. Lutz, hast du eine Übersicht dazu, welche Mittel sich aktuell miteinander kombinieren lassen? Oder hat jemand anders hier absolute Kenntnis davon? Ich will jetzt gerne nicht die ganze Zeit nur bei Herrn Lindheim und Frau Gilliard bleiben, sondern gerne mal noch die anderen Teilnehmer hier wieder ins Gespräch holen. Ich glaube, Lutz, du hast einen ganz guten Überblick, oder? Naja, wir arbeiten das ja quasi zeitlich in so einer Zeitleiste alles ab, was da kommt. Das heißt, wir haben jetzt konkret die Novemberhilfe, wahrscheinlich auch Dezemberhilfe, gehe ich mal von aus. Das ist zwar noch nicht formuliert.
Die lässt sich, das haben wir eben ja schon besprochen, dann beantragen und auch für Lebenshaltungskosten verwenden, obwohl das nicht explizit so vorgesehen ist, aber man darf es, wenn ich zu 80% auch in der Summe von Lockdown-betroffenen Betrieben betroffen bin. Das heißt, ich kann dann nicht mehr fotografieren. Ich habe es eben schon aufgeführt, ein Theater und Eventfotograf und so weiter. Diese Mittel kann ich jetzt beantragen, auch, Entschuldigung, von mir ohne Steuerberater. Ich weiß nicht, wie gut es funktioniert. Auf mich trifft das ja nicht zu. Aber ich habe gehört, dass schon über 25.000 Anträge eingegangen sind. Also insofern funktioniert das anscheinend ganz gut. Wie gesagt, es betrifft nur einen kleinen Personenkreis unter uns, leider. Und dann, was wir an Gerücht haben, ist natürlich, ich lasse die Landesmittel mal raus, da gibt es immer andauernd mal hier ein Tausender, mal da mal 2.000 Stipendien, das lasse ich mal alles weg, das covern wir ja regelmäßig auf unserer Website. Dann ist natürlich die Überbrückungshilfe 3 in der Pipeline, von denen wir noch nichts Genaues wissen, muss man sagen. Unsere Kollegen fragen uns immer, gibt es schon Formulare? Nein, gibt es noch nicht. Da wird auch noch groß rum verhandelt in Berlin, ob dann die Lebenshaltungskosten damit inkludiert sein sollen. Wie man hört, sperrt sich ausgerechnet die SPD dagegen. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber das ist schon ein bisschen gruselig, was da passiert. Früher war es Herr Altmaier, jetzt ist es Carsten Schneider, also Geschäftsführer der SPD-Fraktion, der sich ja öffentlich dazu geäußert hat, möchte keinen zweiten Weg sozusagen in die Wohlfahrt aufbauen. Das Hartz IV würde ja reichen. Aber trotzdem, das wird da gerade noch geschüttelt und gerührt. Und dann wollen wir gucken, was daraus kommt. Ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, weil, wie gesagt, die Problematik ist ja in Berlin angekommen. Da gehe ich mal von aus. Da sitzen ja schlaue Leute. Und jetzt muss sie nur noch umbrochen werden auf unsere Systeme, also aller Solo-Selbstständigen natürlich. Und das ist das, was uns wahrscheinlich bis Juni 2021 beschäftigen wird und hoffentlich auch meinen Kolleginnen und Kollegen zugutekommen wird. Das ist das, was wir im Moment dazu sagen können. Wir sind täglich am Ball und so wie es was gibt, geben wir immer Alarm. Herr Gründel, der Arbeitsminister Hubertus Heil sagte, ich glaube vorgestern, Hartz-IV-Empfänger sollen keine Geldeinbußen fürchten müssen, wenn sie die aktuellen staatlichen Hilfen im Teil-Lockdown während der Corona-Krise in Anspruch nehmen. Ich will dafür sorgen, dass die November- und Dezember-Wirtschaftshilfen, da haben wir sie dann schon, Lutz, die Olaf Scholz auf den Weg gebracht hat, sowie die Überbrückungshilfe 3 nicht auf die Grundsicherung angerechnet werden. Das hat er der deutschen Presseagentur gesagt. Das werden wir nun in der Koalition miteinander klären. Klingt ja erstmal wieder gut. Können Sie mir erklären, warum es nicht von Anfang an ein, ich sag mal, einheitlicheres System gibt, warum Politik und die Gestaltung solcher Hilfspakete so abläuft, wie sie abläuft, nämlich für aus der Außensicht ein Dreivierteljahr fast, naja, chaotisch, ich vielleicht ein bisschen populistisch wieder, aber wo hakt's? Ja, Herr Schutkowski, das lassen wir ganz kurz, ich komme zu Ihrer Frage, aber ich glaube schon, zentral ist das, was Frau Gilliard und Herr Lindheim sagen, praktisch für die Leute, weil, wie gesagt, wir sind jetzt im 9. Monat. Und die Beschreibung der Lage ist schon wichtig, aber die ist den Leuten, die wissen, die kennen die Lage und die ist ganz schlecht für ganz viele. Und deshalb bin ich auch hier ganz ohr, was eben Frau Gillert und Herr Lindheim zu den Novemberhilfen gesagt haben, auch Kritisches, auch Herr Fischmann, das mit den 80%, und da komme ich gleich zur SPD, mit den 80%. Also ich bin kein Experte bei Fotografie, aber wenn das zusammenhängt mit der, wie eng man sich an eine Agentur bindet zum Beispiel, dann weiß ich, dass das natürlich immer schwierig gewesen ist, zu sagen, ich habe im Endeffekt vielleicht nur einen Auftraggeber, bin trotzdem selbstständig. Da war das Finanzamt schnell da, um zu sagen, sie sind nicht selbstständig, sondern sie sind scheinselbstständig. Da wird das Ganze in Frage gestellt. Die SPD, es ist für mich unverständlich, ich kann es nur so sagen, es ist unverständlich, weil man muss sich einfach anschauen, wie das entstanden ist. Und das ist vor 15 Jahren oder 16, 17 unter Rot-Grün entstanden, dass die Solo-Selbstständigkeit schon so aufs Schild gehoben wurde, dass den Leuten, wir hatten damals 5 Millionen Arbeitslose, um den Leuten das schmackhaft zu machen, gab es finanzielle Anreize, um in Solo-Selbstständigkeit zu gehen. Das haben viele gemacht, sind auch viele dabei geblieben, sind auch unternehmerisch tätig, ganz klar, die Bedingungen sind erfüllt. Und jetzt ist eine Situation, wo durch unverschuldet, es sind ja alles Maßnahmen, es ist ja alles durch Maßnahmen, wie man der Pandemie begegnet,
Ich unterstütze die Maßnahmen, das will ich mal gleich vorweg sagen. Also ich bin kein Virologe, aber ich halte mich an die Wissenschaft und da ist ähnlich wie beim Klima, sehe ich, dass 95%, wenn nicht mehr, der Wissenschaftler in die Richtung jetzt gehen. Wir brauchen diesen Shutdown und in einzelnen Bereichen Lockdown und jetzt diese zweite Welle. Nur für viele ist es halt schon seit 9 Monaten Shutdown. Und SPD, muss ich sagen, da fehlt mir ein bisschen das, also es tut mir leid, also ich bin ein Vertreter der Opposition, aber das ist nicht der Grund. Aber ich denke, das wäre schon auch eine Frage von Verantwortung, dass man sagt, man hat das vor 15 Jahren wirklich befeuert und jetzt, wenn man sieht, es treten Umstände ein, wo das nicht funktioniert, dann muss man sich einfach neue Instrumente überlegen. Und ich bin da gerne redundant und komme wieder auf dieses Existenzgeld. Man kann es auch Kurzarbeit Geld für Solo-Selbstständige nennen. Das Etikett ist eigentlich egal, sondern es muss einfach oder es muss nicht einfach, aber es muss passgenau sein. Ich kann den Leuten nicht sagen, nehmt Kredite auf oder ihr habt eure Betriebskosten, könnt ihr damit bezahlen, wenn aber der Kühlschrank leer ist. Das ist doch das Entscheidende, um überhaupt wieder in die Position zu kommen, sich zu überlegen, wie geht's weiter, was entwickle ich. Und warum das so ist, da müssen schlussendlich die SPD auch fragen. Ich mache es im Ausschuss ständig. Ich sage immer, weil die Kulturpolitiker sind sich alle einig, ausgehend von den Künstlerinnen und Künstlern, da zählen auch die Fotografinnen und Fotografen dazu, aber ich nehme alle Solo-Selbstständige. Das ist eigentlich ist es egal, in welchem genauen Metier man arbeitet. Es ist von den Arbeitsverhältnissen her immer das Gleiche oder immer das ähnlich strukturiert und da kommt nichts. Also ist es dann und okay. Dann versucht es halt jetzt mit Sachen zu kompensieren. Ich sehe es nicht als zielführend an, was passiert. Also ich merke schon die große Frage, warum es so ist, wie es ist, kriegen wir heute nicht beantwortet. Ihr ganz konkretes Ziel wäre, Ihr Wunsch? Mein Wunsch wäre, so schnell wie möglich, zumindest für die der Corona-Pandemie, diesen fiktiven Unternehmerlohn und dieses Existenzgeld von 1.200 € für Solo-Selbstständige. Man kann das ja aufgrund der Steuererklärungen der vergangenen Jahre, da sind auch nicht alle drin, wenn jemand erst im Januar 2020 angefangen hat, wird er von unserem Projekt auch nicht profitieren. Und wenn Sie dann fragen, wer zahlt es, dann erinnere ich gerne an die 25 Milliarden Überbrückungshilfe von Altmaier, die quasi nicht abgerufen wurden. 1 Milliarde ist ausbezahlt worden. Okay. Also das Geld ist aktuell nicht das Problem, auch wenn das gefährlich ist. Ich bin keiner, der allen alles verspricht, aber aktuell ist es nicht so. Aktuell geht es um Strukturen, die erhalten bleiben müssen, weil diese Strukturen zu verlieren und neu aufbauen zu müssen, wären viel teurer oder ja. Okay, hätten wir das auch nochmal wiederholt, vielleicht hilft es ja, wenn wir das jetzt nochmal doppelt gehabt haben. Lutz, wir haben jetzt gehört, Geld ist ja eigentlich da. Es gibt auch, gerade aus der Politik, wir haben ja heute auch gemerkt, so richtig den Bad Guy oder die Bad Woman haben wir hier nicht in diesen Talk reingekriegt, weil niemand so richtig, hier Schläge sich abholen möchte, um es jetzt mal doll zu formulieren. Es gibt aber aus der Politik eben Stimmen, die versuchen, den schwarzen Peter auf uns Freelancer abzuschieben und die sagen, die Verbände von Freelancer sind viel zu leise im Vergleich zur Autobranche etc. Was würdest du denen entgegnen? Jetzt ist wieder stumm leider. Jetzt kannst du antworten, danke. Wir haben den nassen Pudel ja gesehen, der aus dem Kanzleramt gejagt wurde und mit Abwrackprämien noch Verbrennerautos verkaufen wollte, sozusagen. Also, dass die Autoindustrie da, obwohl sie einen super Draht zur Kanzlerin hat und zu anderen wahrscheinlich auch, da erfolgreich war, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Und ich finde schon, wenn man, und ich beobachte das da viel irgendwie, und wir wahrscheinlich alle, die sich professionell damit befassen müssen, die Stimmen aus der Kulturwirtschaft, die waren noch nie so laut und deutlich wie heute. Und viele Prominente, und das ist auch schön, und ich danke Ihnen auch an dieser Stelle, sei es Schriftsteller, Musiker, Schauspieler und so weiter, äußern sich sehr dezidiert. Es vergeht fast keine Talkshow oder irgendwas anderes, wo jemand so auftritt und sich stark dafür macht. Und die haben das auch alle verstanden, was da gerade passiert. Und das sind ja auch alles sehr prominente Vertreter aus der Kultur, denen es persönlich wahrscheinlich gar nicht schlecht geht, also jetzt mal lieber keine Namen, die brauchen sich 1-2 Jahre bestimmt keine Sorgen machen, wenn sie keine Auftritte haben, obwohl es sehr misslich ist. Und auch die Verbände haben schon sehr viel getan und tun es auch heute noch. Und Überraschung, es ist ja auch in Berlin angekommen. Nur in Talkshows hört man ja erst seit März das Wort Solo-Selbstständige. Das hat man ja vorher nie gehört von Politikern. Und
Nur es wird nicht umgesetzt, das ist das Problem. Also ich glaube schon, dass viel passiert ist, aber das Volk der Dichter und Denker, ich glaube, dass er immer so gelobt wird und ohne Kultur geht es nicht und Klatschen vom Balkon und die ganzen Sachen, ich kann es auch ehrlich gesagt schon nicht mehr hören. Ich befürchte langsam, es bezieht sich alles nur auf tote Kulturschaffende, wenn wir das Volk der Dichter und Denker sind und nicht auf die gerade jetzt Lebenden. Und da muss sich einfach dringend was ändern in den Sozialsystemen. Das, was Herr Grunde gerade sagte, finde ich großartig. Wir haben ja nächstes Jahr, ich glaube, ungefähr 7 Wahlen in der Republik, 6 Landtag und eine Bundestagswahl. Da würde ich gerne nochmal auf Sie zukommen und würde mir wünschen, als Bürger auch, dass die Parteien sehr konkret werden in ihren Aussagen, was sie umsetzen, zu gedenken, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Und die Grünen wollen ja, wenn ich das so sagen darf, mit an die Macht, so wie ich gerade auf dem Parteitag gesehen habe, das ist auch richtig so. Und wenn sie das mit umsetzen können und vielleicht mit der Kreativwirtschaft zusammen, was das Urheberrecht betrifft und was Sozialsysteme für Kulturschaffende betrifft, wirklich was Konkretes haben, woran man sie auch messen kann, dann natürlich, das ist dann ein bisschen doof, aber das tun wir dann auch gerne, das wäre großartig und nicht nur Parteiprogramme, wo, Entschuldigung, Floskeln drinstehen, das betrifft natürlich alle Parteien, aber die lese ich schon seit vielen Jahrzehnten und das bringt uns irgendwie nichts. Also Herr Grundel, ich nutze jetzt mal die Möglichkeit, von Ihnen hier ganz frech das Versprechen abzuringen, sozusagen im nächsten Parteitag und bei den nächsten Wahlen ein wenig konkreter nochmal, ich weiß, Sie sind jetzt hier nicht der Bad Guy in der Runde, aber nochmal ein wenig konkreter für uns Fotografen und Solo-Selbstständige Kreative einzustehen. Also ein Satz gerade nochmal, das ist ganz klar. Ich meine, natürlich tut man sich von den Geldtöpfen entfernt oder als Opposition leicht mal irgendwie was rauszuhauen. Aber ich verweise auf das Beispiel Baden-Württemberg. Ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, wo dieser Unternehmerlohn gezahlt wird. Das ist eine Realität. Und der Plan, es ist ein 10-Punkte-Plan zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft. Aber da dieser ist der dritte Punkt, eben dieses solo-selbstständigen Geld drinnen. Und das lässt sich nicht nur für Veranstaltungswirtschaft, das war halt der Anlass, den 10-Punkte-Plan zu entwickeln. Das ist ein zentraler Punkt und es wird nicht besser, wenn ich es Ihnen jetzt verspreche, aber die Erkenntnis versuch ist wert. Da. Und natürlich muss man sich also die Leute wollen Ergebnisse sehen. Das ist jetzt nach 9 Monaten sowieso Wahnsinn, aber also eben, und glauben Sie mir, ich bin persönlich bemüht und ich will Ergebnisse liefern, weil das ist der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin, wenn Sie es ganz platt hören wollen. Und da lasse ich mich gerne auch dran messen. Sehr gut, da versuchen wir das. Wir treffen uns einfach in einem gewissen Zeitraum wieder und gucken, wie es ausgegangen ist. Jetzt fiel das Wort konkret hier schon ganz oft. Wir hatten jetzt diesen fiktiven Unternehmenslohn, heißt es, glaube ich. Ganz vielen Selbstständigen wird aktuell aber gesagt, wir hatten jetzt schon den Buhmann SPD 2-3 Mal angedeutet, ja, sorry, aber dafür gibt es umgangssprachlich genannt Hartz IV. Ich würde die Frage mal wirklich ganz unemotional an Herrn Lindheim stellen. Wer sollte denn in der aktuellen Lage Hartz IV beantragen? Für wen ist das dann, welchen Klienten würden Sie explizit raten, hier diesen Weg, auch wenn es nicht schön klingt? Ja, das ist schlicht und ergreifend denjenigen, bei denen jetzt die Einnahmesituation weggebrochen ist und die dann entsprechend, um auch überhaupt Liquidität zum Leben, um plastisch den Kühlschrank zu füllen, um das Auto mit Benzin voll zu tanken. Für diejenigen Leute, die müssen schlicht und ergreifend jetzt in den sauren Apfel beißen und auf die Grundsicherung zurückgreifen. Das ist auch das, was die Politik immer sagt, sozusagen als Gegenargument gegen den fiktiven Unternehmerlohn. Man würde ja quasi über die Grundsicherung etwas Ähnliches erreichen. Also das heißt, das bedeutet, wenn ich schlicht und ergreifend jetzt keine Einnahmen habe, dann sollte ich jetzt tatsächlich auf die Grundsicherung zurückgreifen. Gibt es aber natürlich auch den KfW-Schnellkredit. Klar, das ist kein in Anführungsstrichen geschenktes Geld, sondern es muss ich zurückzahlen. Würden Sie das auch manchen Klienten empfehlen? Ja klar, also ich meine, das hängt halt schlicht und ergreifend davon ab,
wie stark oder wie groß mein Selbstvertrauen in meine Arbeit ist und ob ich davon ausgehe, dass ich, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, entsprechend wieder Gewinne generieren kann. Weil ich muss ja das Geld, das mir jetzt da doch sehr unkompliziert zur Verfügung gestellt werden kann, dann auch irgendwann wieder zurückbezahlen. Und das ist auch, ich glaube, mit 3% oder was verzinst. Also das ist jetzt auch nicht zinsfrei. Aber klar, also ich meine, derzeit ist eine Durststrecke. Und sagen wir mal, der Unternehmer ist grundsätzlich schon verpflichtet, in dieser Durststrecke, solange er an sich selbst und sein Produkt glaubt, die Fahne quasi aufrecht, also im Wind zu halten. Und dann würde ich schon sagen, dass ich diesen Kredit aufnehme, wobei ja die Kreditaufnahme jetzt auch keinen unmittelbaren Einfluss darauf hat, ob ich jetzt die Grundsicherung in Anspruch nehme oder nicht. Das sind im Prinzip ja zwei unterschiedliche Fragestellungen, die da gegebenenfalls auch unterschiedlich voneinander sozusagen zu bewerten sind, weil, sagen wir mal, dieser Unternehmerkredit hat ja schon den Sinn, das Unternehmen aufrechtzuerhalten, und ich soll ja keinen Kredit aufnehmen, um am Ende des Tages Essen zu kaufen. Also das, das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck dieses Kredits. Und, geht das denn überhaupt beides gleichzeitig? Kann ich Grundsicherung beantragen und den KfW-Kredit? Nach meinem Kenntnisstand schon, ja. Das wäre jetzt eine sehr spannende Frage auch von meiner Seite, weil nämlich die Grundsicherung, also zumindest für meine Firma, nicht reichen würde, um meine privaten Ausgaben und meine Firmenkosten zu decken. Also das sind, also man muss das, also klar, das geht nebeneinander, aber so vom Grundsatz her ist es so, dass die unterschiedlichen Hilfen sich nur dann gegenseitig ausschließen, wenn es für denselben Zeitraum und denselben Förderungszweck sozusagen schon eine Förderung gibt. Deshalb schließt sich ja beispielsweise auch das Arbeitslosengeld 2 und die Neustarthilfe und solche Sachen schließen sich nicht aus. Das heißt, gegebenenfalls ist da eine Verrechnung anzunehmen später, aber ich kann selbstverständlich zunächst einmal auf beides zugreifen und dann im Nachgang wird eben geguckt, inwieweit das dann gegebenenfalls Verrechnungen vorzunehmen sind. Das ist auch, wenn man sich dann diesen, also das ist zum Beispiel, das ist reiner Zufall, auf der Seite der IHK Stuttgart zum Beispiel gibt es da relativ schönen Rechner auch. Das ist auch, wenn ich mir diese Antragsformulare ansehe, jetzt um solche Hilfen zu beantragen, da kann ich ja dann wunderschön eingeben, welche anderen Hilfen, dass ich schon beantragt habe, was ich schon bekommen habe, und da sagt mir dann das Programm auch tatsächlich, was das für eine Auswirkung hat. Das heißt, es ist auch in der Antragstellung selbst grundsätzlich selbsterklärend und man kommt da schon sehr weit. Können Sie kurz Rückfrage, weil ich weiß, dass keiner so schnell mitschreiben kann. Was für ein Rechner, wo finden die Zuschauer den? Also das gibt es an ganz, ganz vielen Stellen. Also ich habe mich, wie ich jetzt mich auf da auch auf diese Sendung vorbereitet habe, habe ich einmal geguckt. Und da geht es ja auch so, dass ich sage, ich muss ja beispielsweise für bestimmte Förderprogramme Umsatzverlust, Umsatzrückgang in bestimmter Höhe und so weiter nachweisen. Und da ist es beispielsweise so, dass ich schlicht und ergreifend auf der Homepage der IHK Stuttgart, vielleicht haben das andere IHKs auch so schön, aber da ist es mal aufgefallen, da kann ich dann genau eingeben, welchen Umsatz, dass ich in welchem Monat im 2019 gemacht habe, dann gebe ich meinen Vergleichsumsatz im Jahr 2020 an und dann gibt mir am Ende des Tages das System aus, ob ich auf Grundlage dieser Daten förderfähig bin oder nicht. Sagen wir mal, das hat halt im Prinzip diesen Vorteil, dass ich beispielsweise bei der Überbrückungshilfe, das kann ich ja als Solo-Selbstständiger oder überhaupt als Unternehmer, das kann ich ja selbst nicht beantragen, sondern dann muss ich eben, das geht um Betrugs- und Subventionsbetrugverhinderung, den muss ich über einen Steuerberater oder über einen Rechtsanwalt beantragen. Und sagen wir mal, typischerweise verlangen wir für diese Tätigkeiten auch ein gewisses Entgelt. Und da kann ich mich im Vorfeld schon darüber informieren, ob es sich überhaupt lohnt, mit meinem Problem sozusagen da einen Steuerberater oder Rechtsanwalt aufzusuchen, um entsprechend die Fördermittel beantragen zu können. Vielen Dank. Vielleicht kriegen wir das auch noch hinterher in der YouTube-Beschreibung des Mitschnitts dieses Videos verlinkt. Wir sind schon dran. Okay, vielen Dank. Ich würde gerne nochmal dabei bleiben, dass es ja vielen Solo-Selbstständigen gerade, es ist ja nicht nur ein Problemchen, sondern viele sind wirklich an der Grenze, am Limit. Da wird dann immer die Grundsicherung genannt, Hartz IV etc. Herr Gräber, was macht es
Ihrer Meinung nach, Sie haben es vorhin schon leicht angedeutet, mit den mit Solo-Selbstständigen, wenn sie nach Jahren der kreativen, freiberuflichen Arbeit auf einmal auf Hartz IV angewiesen sind? Ja, das ist ja dramatisch. Also es gibt ja sehr viel Evidenz, dass halt eben viele Arbeitslosigkeit allgemein halt eben zu Einschränkungen in der Lebenszufriedenheit führen, auch psychische Gesundheit leidet da sehr stark. Und es ist jetzt gerade bei Selbstständigen, die ja sehr viel, wie soll ich sagen, Identität und sehr viel Freude auch aus ihrer Tätigkeit ziehen, ist das dann natürlich irgendwie dann wesentlich fataler noch, sogar im Vergleich zu vielen anderen abhängigen Beschäftigten, wenn sie in die Arbeitslosigkeit müssen und dann im Nichtstun verharren müssen. Haben Sie da eventuell herausgefunden, ob es sinnvoller ist, jemanden für kurze Zeit auf anderem Wege mit Geld zu unterstützen, dass derjenige aus dieser, sag mal, psychologisch besseren Lage später es besser schafft, auch wieder den Berg hochzukommen, um es mal so zu formulieren, oder einmal in den Schmerz und versuchen. Was ich mich frage, ist, ob Sie eventuell durch Ihre wissenschaftlichen Umfragen herausgefunden haben, ob das dieses Identitätsstiften etc. so ein wichtiger Faktor ist, dass es quasi manchmal cleverer sein könnte, vielleicht auch von der Politik, zu sagen, ich lass dich nicht bis auf Hartz-IV-Satz sinken, sondern ich gebe dir hier noch weitere Unterstützung. Dadurch bist du später in der Lage, auch deinen Job wieder auszuführen und fällst nicht vielleicht für Jahre oder Jahrzehnte in ein Loch. Ja, das ist absolut richtig. Ich meine, das ist ja auch eine Prämisse irgendwie für das Kurzarbeitergeld. Also, weil das ist ja für ein Unternehmen ja auch fatal, wenn man viel unternehmensspezifisches Kapital, also Wissen abgeben muss und dann wieder neue Leute einstellen muss und die dann wieder angelernt werden müssen. Das ist alles teuer und ähnliche Argumente kann man auch bei der Selbstständigkeit eben anbringen. Also warum soll man Leute halt eben quasi dann in die Arbeitslosigkeit zwingen und die dann hoffentlich später dann wieder ihre Tätigkeit aufnehmen, in dem Wissen, dass sie vielleicht irgendwie bei der nächsten Krise, ich meine, Krisen kommen ja auch immer häufiger in letzter Zeit, dann wieder irgendwie fallen gelassen werden. Ne? Also es muss natürlich auch ein gewisses, also auch da lohnt sich das womöglich halt eben dann diese Durchstrecke zu überwinden, insbesondere weil es halt eben nicht auf unternehmerisches Versagen zurückzuführen ist, sondern einfach wirklich ein großer Schock ist, mit dem niemand gerechnet hat. Und vielleicht nochmal was ergänzen eben zu der Debatte eben, was an Instrumentarien zur Verfügung steht. Als wir unsere erste Überblicksstudie veröffentlicht haben, hat uns die, das wurde dann halt von den Zeitungen aufgegriffen und die FAZ hat uns dann entgegnet auf die Forderung für einen fiktiven, nach einem fiktiven Unternehmerlohn, dass Selbstständige doch die Möglichkeit hätten, in die Arbeitslosenversicherung einzuzahlen. Weil das, also in den ersten drei Monaten eben können sie halt sich können die halt entscheiden, halt 85 Euro pro Monat als Pauschalbetrag in die Arbeitslosenversicherung einzuzahlen und dann eben auch Arbeitslosenleistungen zu beziehen. Und also das nur nochmal, weil eben nach dem Advocatus Diabolus gefragt wurde, wie denn die Einstellung dazu ist oder die Perspektive. Okay, vielen Dank. Jana, wie sieht's aus? Haben wir Zuschauerfragen? Weil ich glaube, wir müssen uns ein bisschen spurten. Wir werden nicht alle Fragen, die ich hier noch auf meinem Zettel habe, heute unterkriegen. Wir wollen natürlich gerne die Zuschauer auch mal ein bisschen aktiv hier reinholen. Haben wir Fragen? Wir haben ein paar. Die Kollegen sind da gerade noch dran. Eine erste, jetzt brauche ich aber einen Moment. Damit hast du mich jetzt überrascht. Eine erste Frage habe ich. Ich will sonst noch eine Fachfrage dazwischen schieben, überhaupt kein Problem. Ja, schiebe eine Fachfrage dazwischen und dann. Ah nein, ich habe es schon. Dann legen wir los. Ich habe schon eine konkrete Frage. Ich blende ein. Ich lese mal vor. Everyday Sustainable fragt: Ich hatte hohe Rechnungsausgaben im Februar, weil ich für ein Thema in Nepal recherchiert habe, also klassische Reportagefotografie. Aus dieser Reise sollten Aufträge und Arbeiten erfolgen. Das fiel aus. Können die 5.000 Euro dafür benutzt werden? Also eine klassische freie Arbeit, würde ich sagen. Traut sich jemand vor mit einer Antwort? Lutz möchte. Ich
Ja, ich bin ja für die schlechten Antworten zuständig. Nein, ich befürchte nicht, denn das ist eine freie Arbeit. Man hat recherchiert, Geld ausgegeben und die 80%-Quote vom Lockdown betroffener Betriebe, sei es mittelbar oder unmittelbar, ist hier einfach nicht erfüllt. Das ist knallhart. Ja. Okay, gut. Also, es tut mir leid, dass wir nur diese Antwort für dich haben, aber gut. Ja, dann haben wir noch eine zweite Frage. Es tauchen noch zwei Fragen gerade auf, aber stell du deine eine Frage, oder? Frau Gilliard hatte einen Einwand. Moment. Ja, jetzt. Ja, also wenn die Überbrückungshilfe gestellt wurde oder der Antrag gestellt wurde auf die Soforthilfe, das wird ja dann am Anfang die Soforthilfe gewesen sein, dann gab es ja da auch, also wenn da dann 5.000 Euro ausgezahlt worden sind, die wurde ja unterteilt, die Soforthilfe in 2.500 für den Lebensunterhalt und dann für die betrieblichen Kosten. Wenn, und um das zu erhalten, musste man ja seine betrieblichen Kosten angeben. Miete und sonst was. Teilweise haben auch, ja gut, ist egal, jedenfalls nur daraufhin hat man diese Auszahlung gekriegt. Das heißt, man hat Kosten angegeben, die man gehabt hat. Und wenn man dann das Geld kriegt, dann kann man das natürlich, man wird ja diese Kosten gehabt haben und das Geld, und man wird es von irgendeinem Geld bezahlt haben und dann kann man diese 5.000 oder das, was man gekriegt hat, auch dafür verwenden, wenn man sonstige Ausgaben hatte. Lutz, du willst da nochmal intervenieren? Oder? Ja, ganz kurz. Also wenn das Überbrückungshilfe 1 war, haben Sie recht. Wenn das Antrag auf Novemberhilfe war, bleibt es bei meiner Aussage. Ich glaube, es ging um die Überbrückungshilfe, wenn ich mich da kurz einschalten darf. Die Ausgaben von Februar waren, ging das ziemlich sicher über die erste Welle der Überbrückungshilfen. Dann hat Frau Gier recht. Bei der Novemberhilfe würde es anders sein. Okay, gut, wir haben aber ich habe eine nächste Frage. Zweite aber Frage. Novemberhilfe darf man ja auch für die privaten Ausgaben verwenden. Also da gibt es ja keine Einschränkung. Ja, aber man muss die Anspruchsgrundlagen erfüllen. Wobei diese Definition, dass eine Recherchearbeit eine private Ausgabe ist, ja irgendwo auch schon absurd ist. Wenn das ganz gezielte, also würde ich jetzt so sehen, wenn das ein ganz gezielter Versuch war, wenn man schon die Kunden im Hinterkopf hatte, denen man die Geschichte anbieten kann. Es ist eine Strategie, die ich ganz häufig fahre, erst eine Reise zu machen, eine Produktion zu machen und dann im Nachgang diese Bilder zu verkaufen. Das ist ein ganz klassisches Prozedere. In welchem Universum ist das eine private Ausgabe? Also ganz provokant in den Raum gefragt. Bei der Novemberhilfe geht es aber um die Vergleichbarkeit meiner jetzigen Umsätze mit den Umsätzen 2019. Wenn ich dann 2019 gute Umsätze gemacht habe und es hat in 2020 habe ich eben keine Umsätze, aufgrund dieser Misere, dass ich keine Reisen machen kann, keine Konzerte besuchen und so weiter, dann habe ich ja die beste Grundlage, dass ich die Hilfe beantragen kann. Und dann kriege ich 75% der Umsätze aus dem letzten November oder der durchschnittlichen Jahresumsätze. Soweit. Okay. Klingt das gut. Nächste Frage. Kommen wir zur nächsten Frage, genau. Einmal einblenden wieder. Rainer Weißflug hat Ende November einen großen Auftrag vom Vorjahr gezahlt bekommen. Ansonsten nur kleinere Anstrichhonorare in Höhe von ca. 600 Euro. Das heißt, das Geld ist genau dann gekommen, wo er die Hilfen jetzt erhält. Kann er trotzdem die Novemberhilfen erhalten bzw. behalten? Herr Lindheim? Vielleicht. Also das Problem, das Geld kommt jetzt, wo man die Hilfe kriegt, es wurde aber eigentlich im Vorjahr erarbeitet. Ja gut, aber wie gesagt, also wenn es um die Novemberhilfe geht, bei der Novemberhilfe wird ja darauf ausgelegt, ob ich jetzt quasi aktuell nicht arbeiten kann auf Grundlage eines Verbots, eines pandemischen Verbots, also entweder mittelbar oder unmittelbar. Und da spielt eigentlich die Fragestellung, wann jetzt ein Geldeingang von irgendjemand war, nach meinem Dafürhalten keine Rolle, sondern die Frage ist schlicht und ergreifend, bin ich quasi mit meinen Umsatzerlösen insoweit durch ein Verbot eingeschränkt? Und da ist eigentlich die, nach meinem Dafürhalten, die Fragestellung, geht da jetzt an der Thema Novemberhilfe etwas vorbei? Gut. Also es geht
eigentlich. Also das ist unabhängig. Um den Leistungszeitraum wird man. Na, es muss ganz kurz, ist auch bei der letzten Frage. Also es geht um den Leistungszeitraum. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu berücksichtigen. Es ist Leistungs, wenn man im November die Leistung erbracht hat, dann zählt sie zu dem November. Die Novemberhilfe ist aber am Umsatzsteuergesetz aufgehängt. Es sind die Umsätze, werden herangezogen, die nach Paragraph im Umsatzsteuergesetz erzielt werden. Nun gibt es ja gerade bei den Soloselbstständigen viele Einnahmeüberschussrechner, das heißt, sie machen eine Ist-Versteuerung. Es wird das Geld verwendet bzw. angesetzt, was reinkommt. Und hier hat man nach Publikation ein Wahlrecht. Entweder ich nehme den Leistungszeitraum oder ich nehme dann das Geld, was zu dem Zeitpunkt reingekommen ist. Und das gilt sowohl für die Berechnung des Umsatzes im Vorjahr als auch für den Umsatz im Jahre 2020. Das heißt, man muss natürlich sich erstmal überlegen, welche Berechnungsgrundlage ist natürlich günstiger für mich. Und dann wende ich das sowohl für 19 als auch 20 an. Mhm. Genau, alles klar. Genau, faktisch ist es so, ich konnte, das ist auch dann der Beratungsansatz, den wir, wo dann tatsächlich, also sagen wir mal, die Tätigkeit von einem Steuerberater oder steuerlich beratendem Anwalt dann erforderlich ist oder auch sinnvoll sein kann, weil da kann ich natürlich schon gestalten. Aber jetzt für die konkrete Frage, ob ich eine Novemberhilfe bekomme oder nicht, spielt das konkret jetzt keine Rolle, sondern es ist dann einfach die Frage, wenn ich mich qualifiziere, inwieweit kann ich dann mit den legalen Rahmenbedingungen, die zur Verfügung stehen, dann die Auszahlung maximieren, optimieren. Da kann man natürlich dann schon über den jeweiligen Zeitraum, Leistungszeitraum, Zahlungszeitraum eine gewisse Gestaltung vornehmen. Mhm. Eine weitere Frage, die uns im Vorhinein erreicht hat, war die, was passiert. Viele wollen eben nicht in die Grundsicherung, haben ja auch aus diversen Gründen wollen sie das nicht, will erst gar keine Vermutung anstellen, suchen sich aktuell einfach stattdessen einen Job. Ich wollte gerade sagen, gehen Kellnern, aber gut, das wird jetzt auch schwierig aktuell. Was passiert währenddessen mit Dingen wie der KSK? Ich möchte dort keinen Ausschluss riskieren, ich habe ja Einnahmen aus anderen Tätigkeiten. Ich möchte später unbedingt gerne in meiner Leidenschaft als Fotograf weitermachen, als Freiberufler. Was muss ich beachten? Wo muss ich was anmelden, ummelden, etc.? Wie frage ich das? Gerne auf Frau Gilja schüttelt den Kopf. Dann bleibt noch Lutz oder Herr Lindheim, wo wir dann auch nochmal auf Herrn Grunde zu sprechen kommen. Ja, mache ich gerne. Die Fragen haben wir ja häufig. Ja. Man muss unterscheiden, also Fotografen, die über die KSK versichert sind, und darum geht es ja hier, also Rentenkranken- und Pflegeversichert sind, dürfen bis zu einer bestimmten Grenze nicht künstlerisch selbstständig dazu verdienen. Das sind 450 Euro Gewinn im Monat, also ungefähr 5.400 Euro im Jahr. Insgesamt dürfen sie mit anderen Tätigkeiten als Selbstständiger dazu verdienen. Verdienen sie mehr dazu, könnten sie mit der KSK ein Problem bekommen und nicht mehr pflichtversichert sein. Ich glaube allerdings, dass die KSK für 2000 für dieses Jahr etwas geschmeidig sein wird, was das betrifft. Versprechen kann man das natürlich nie. Die zweite Möglichkeit, sich etwas dazu zu verdienen, ist ja natürlich, sich anstellen zu lassen irgendwo. Dann ist es ja so, dass der Arbeitgeber die Beiträge mit zur Sozialversicherung dazu steuert, also Arbeitslosengeld, Rentenversicherung, Pflege und Krankenkasse. Das muss dann anteilig auch der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer bezahlen. In dem Fall ist man nicht mehr pflichtversichert in der Künstlersozialkasse, kann aber, wenn man als künstlerisch weiterarbeitet, also auch journalistisch und so weiter, in der KSK bleiben, aber dann nur mit der Rentenversicherung. Die Krankenkasse und so weiter läuft dann über den Arbeitgeber. Das sind die beiden Möglichkeiten, die ich habe, um in der KSK drin zu bleiben und mir was dazu zu verdienen. Mhm. Oben links tickt die Uhr, Jana. Wir haben die 1,5 Stunden erreicht. Haben wir noch Zuschauerfragen? Ja, da kommt einer, Christian Ahrens. Was passiert, wenn man Grundsicherung bezieht und dann kommt doch auf einmal ein Job rein? Man macht also einfach mal spontan 2.000 Euro Umsatz. Wie würde das gehandhabt? Ich denke mal, das ist auch nochmal eine Frage für Herrn Lindheim oder Frau Gilliard.
Freiwillige vor. Sonst suche ich jemanden aus. Fangen wir mit Frau Gilliard an. Sehr schön. Also ich gehe mal davon aus, dass man dann entsprechend Bescheid sagt und dann für den Zeitraum, wo man den Job hat, kommt man dann aus der Grundsicherung raus. Aber genau weiß ich es nicht. Ich habe also, so eine Ahnung, dass Herr Lindheim da noch mal was zu sagen möchte. Naja gut, aber bei mir ist es offen gesprochen auch ähnlich. Das ist jetzt ein Thema, das eigentlich jetzt, sagen wir, bei uns in der Beratungspraxis nicht so häufig aufschlägt, sondern das sind dann Themen, die eigentlich eher so die Bundesagentur für Arbeit beantworten kann. Darum kann ich da jetzt offen gesprochen auch nur eine Vermutung anstellen. Aber es ist ja auch so, dass solange ich quasi in der Grundsicherung bin, ich mich ja quasi für den Arbeitsmarkt zur Verfügung halten muss. Das bedeutet, wenn dann ein Jobangebot kommt, dann bin ich ja sogar verpflichtet, es anzunehmen, um dann entsprechend aus der Grundsicherung wieder auszusteigen. Also ich gehe sehr schwer davon aus, dass Sie diesen Auftrag dann sogar annehmen müssen, um sozusagen dann insoweit aus der Grundsicherung herauszukommen. Also deshalb denke ich, dass Sie das dann eben der Bundesagentur für Arbeit gegenüber melden müssen, wie es die Frau Kollegin schon gesagt hat. Und dann wird Ihnen für diesen Zeitraum entweder ein entsprechendes also Entgelt Hartz IV nicht gezahlt werden, beziehungsweise wenn Sie es schon erhalten haben, werden Sie es zurückbezahlen müssen. Okay. Letzte konkrete Frage. Wir müssen nämlich langsam zum Ende kommen. Ich weiß, Sie haben nicht alle ewig Zeit. Was kann ich als Fotografin tun, wenn ich keinen Steuerberater habe oder schlichtweg niemand aktuell Zeit für mich hat? Ich denke mal, Sie beide wissen es aus Ihrer Branche, da gibt es mehr Anfragen als Zeit aktuell. Was würden Sie denjenigen raten, die eben kein Fachmann mehr zur Seite bekommen gerade? Was sind die wichtigsten Fehler, die man nicht machen sollte oder die wichtigsten Dinge, auf die man achten sollte? Wie jetzt zum Beispiel bei der Novemberhilfe, bei der Neustarthilfe etc., bei all diesen Anträgen, um nicht später in die Bredouille zu kommen. Frau Gilliard. Also die Novemberhilfe kann man ja auch als Solo-Selbstständiger, wenn man bei Elster beim Portal angemeldet ist und wenn man selbstständig ist und keinen Steuerberater hat, muss man ja in irgendeiner Weise seine Steuererklärung oder Umsatzsteuervoranmeldung abgeben, kann man das selber anmelden bzw. selber beantragen. Dann kann man sich dadurch die ganzen Formulare durchwühlen und beantragt selbst. Die anderen Überbrückungshilfen, dazu braucht man nun mal einen Steuerberater oder Rechtsanwalt. Da muss man sich dann bemühen. Wie okay. Das bei der zukünftigen Neustarthilfe sein wird, weiß ich noch nicht. Also das ist nach meiner Kenntnis noch nicht genau raus. Herr Lindheim, Sie würden es wahrscheinlich unterschreiben, oder? Ja, ich gucke. Auf alle Fälle. Und wie gesagt, also mein Fakt ist, dass der Markt der Rechtsanwälte und Steuerberater doch relativ groß ist. Und sagen wir mal, man wird, wenn man lange genug sucht, mit Sicherheit jemanden finden, der diese Neustart- oder Überbrückungshilfen für einen beantragt. Man muss halt wahrscheinlich das entsprechende Honorar, das dafür aufgerufen wird, dann bezahlen. Aber ich meine, das, auf gut Bayerisch mit der Zeit, das hilft halt dann nichts. Ne? Also dann, das muss man halt dann tun. Okay, gut. Jana, du hast die Uhr ein bisschen besser im Blick und auch die Zuschauerfragen. Ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen, oder? Du bist stumm. Nochmal Mikro an vor. Danke. Ja, das war. Ja, kein Problem. Habe ich mich selbst, ja. Mir selbst den Mund verboten. Soweit ich das sehe und soweit ich das von dem Rest im Team sehe, vielleicht kriege ich einen kleinen Daumen hoch von der Julia, ob das war. Das war es mit den elementaren genau. Zuschauerfragen, die nicht vorher schon besprochen wurden. Sie sagt auch, die Zuschauer scheinen sehr happy. Sie hat den Chatverlauf ein bisschen verfolgt und die Zuschauer sind sehr zufrieden mit den Antworten auf die Fragen. Herr Grundl hat gerade schon zu verstehen gegeben, er muss auch los, ein Politiker hat viel zu tun. Herr Grundl, eine letzte Frage an Sie. Welchen Tipp möchten Sie allen Fotografinnen und Fotografen mitgeben? Welchen finalen Rat haben Sie für die kommende Zeit? Anderen können sich auch schon mal eine Antwort auf die Frage geben. Ja, das ist sehr schwer. Ich will jetzt nicht alles schlecht reden, was passiert. Bei den Novemberhilfen würde ich auf jeden Fall die 5.000 Euro versuchen zu beantragen. Natürlich am besten Rücksprache mit seinem Steuerberater, aber das sollte man machen, auch wenn ich weiß, dass es nicht weit reichen wird. Aber das ist mein konkreter Rat, das sollte man in Anspruch nehmen.
Vielen, vielen Dank. Sie müssen los, dann sind Sie an dieser Stelle schon mal verabschiedet. Dankeschön fürs Dabeisein und die vielen herzlichen Dank auch im Namen. Danke für den Input. Vielen herzlichen Dank im Namen des Verbandes auch von meiner Seite. Dankeschön. Ich würde die Frage aber noch an die anderen Teilnehmer der Runde hier weitergeben. Lutz ist gerade groß. Lutz, welchen finalen Tipp hast du noch für die Kolleginnen und Kollegen hier? Einmal kurz warten, bis das Mikro an ist. Entschuldigung. Also ich war ja schon positiv überrascht, dass viele diese Zeit, die sie jetzt zwangsläufig haben, schon genutzt haben, um ihre Außendarstellung zu aktualisieren, ihre Website zu machen, sich nach Kunden umzusehen, vielleicht eine Akquise zu machen, sich neu aufzustellen oder anders aufzustellen. Das ist schon genau das Richtige, was man jetzt tun sollte. Na klar ist das auch irgendwann erschöpft. Aber mich hat auch sehr erschreckt die Zahlen, die auch vom Institut für Wirtschaftsforschung dargelegt wurden und die bei uns ja auch deutlich werden, dass viele Angst haben, in die soziale Isolation zu kommen und so. Ich halte das für sehr gefährlich. Das waren ja 21%. Den Menschen geht es einfach auch mental, glaube ich, nicht gut. Und ich glaube, wir als Verband oder auch untereinander in den Regionalgruppen, wo immer man sich auch treffen kann, müssen wir, glaube ich, ein bisschen mehr dran arbeiten in Zukunft, dass die Vereinsamung, nenne ich es jetzt mal, nicht durchschlägt. Also ich kann nur sagen, holt euch Rat, wir sind in der Geschäftsstelle für euch da, sei es per Mail, Telefon, Fax und was der Geier was. Nicht scheuen, sich dort zu melden. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Sorgen habt, meldet euch. Das klingt doch gut. Herr Gräber, Sie wurden gerade nochmal sozusagen thematisch hier aufgerufen, dann gebe ich die Frage doch gleich auch nochmal an Sie weiter. Das ist natürlich eine ganz gute Frage. Also sicherlich ist es gut, jetzt irgendwie seine psychische Gesundheit zu achten, wenn man jetzt sich in der Krise befindet, ist natürlich wichtig, weil jeder Schock, jede psychische Krise erhöht das Risiko weiterer psychischer Krisen. Und von daher ist es natürlich wichtig, da dann psychische Hygiene zu betreiben, also sich selber zu pflegen. Vorhin klang das auch an, es ist halt auch möglicherweise gut, nochmal in das eigene Geschäftsmodell zu investieren, also weil wenn es dann wieder losgeht, damit man dann auch wirklich dann Traktion hat, also quasi Gummi auf den Asphalt bringen kann. Und ansonsten muss man halt, wie das schon angeklungen, auch eben sehen, dass man die Hilfen... Also simpel ist jetzt klingen, mal nicht nur auf den Kontostand achten und dass man den Kühlschrank vollkriegt, sondern auch auf sich selber und die eigene Gesundheit, psychischer, physischer. Oh ja, das ist so leicht gesagt, aber das ist eigentlich schwer in der Praxis natürlich. Aber ja. Ich bin mir sicher, uns fehlt noch Frau Gilliard und Herr Lindheim mit der Antwort. Sie haben sich bestimmt schon was ganz Spannendes überlegt. Frau Gilliard ist groß. Ihr letzter Tipp an die Zuschauer und Zuschauerinnen. Vielleicht hilft es ja, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass man nicht alleine ist. Also ich denke, alle möglichen Branchen haben jetzt das Problem und ganz, ganz viele Arbeitnehmer auch das Problem, dass sie dann vielleicht in Kurzarbeit sind, dass sie zu Hause sind, eine ungewisse Zukunft haben und so weiter. Und da denke ich, ist man als Selbstständiger besonders gefordert, dass man sich eben andere Bereiche suchen muss, dass man gucken muss, was kann ich vielleicht noch dazu machen, was kann ich anbieten, wie kann ich mich anders aufstellen. Und nach Ihrer Statistik haben ja wohl auch schon ganz viele das gemacht und haben mal nach links und rechts geguckt. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Und Herr Lindheim, von den Gästen haben Sie, glaube ich, wenn ich die Übersicht richtig habe, das letzte Wort. Ganz kurz, bevor ich jetzt sozusagen einen persönlichen Ratschlag sozusagen erteilen, es sind an mich im Vorfeld noch Zuschauerfragen herangetragen worden, die ich noch in aller Kürze schnell beantworten möchte. Gerne. Die Frage war Kombinierbarkeit von Mutterschutz und Elterngeld. Da ist die Antwort relativ eindeutig. Das heißt, wenn ich im Rahmen der Elternzeit oder des Mutterschutzes meine Erwerbstätigkeit auf eine Nebentätigkeit umgestellt habe, also unter 50%, dann habe ich keinen Anspruch auf Überbrückungshilfe. Zum Krankengeld, das ist eine ähnliche Frage, die gekommen ist, gibt es keine eindeutige Antwort. Da würde ich aber auch ganz klar dazu tendieren, dass sich das wechselseitig ausschließt, aufgrund des unterschiedlichen Förderungszusammenhangs. Weil wenn ich Krankengeld beziehe, dann habe ich ja keine Corona-bedingten Einschränkungen. Ich bin gleich fertig. Es sind nur die drei Fragen. Und dann gibt es einfach mit Fixkosten. Was passiert, wenn jetzt in dem Zeitraum sich da was ändert? Also da ist ganz konkret gefragt worden nach Leasingvertrag, Kfz.
da ist es nach meinem Dafürhalten so, dass ich selbstverständlich einen weiteren Leasingvertrag abschließen kann, dessen Leasingraten allerdings nicht über den Kosten liegen sollten, der alte Leasingvertrag des Kfz hatte, beziehungsweise es würden dann nur diejenigen Kosten erstattet werden können oder angesetzt werden können, die also auch im alten Leasingvertrag waren. Ein Kauf eines Kfz würde ich dann nicht empfehlen, weil das wäre eine betriebliche Neuanschaffung, die sozusagen wiederum anders zu bewerten wäre. Was ich immer machen darf, ist, ich darf immer quasi Versicherungen oder Verträge, die Fixkosten haben, umstellen, um die Kosten insoweit zu reduzieren. Das ist unkritisch. So, und jetzt sozusagen als Ausblick, weil es auch eine Frage war, inwieweit hier eine Branchendiskriminierung vorliegt oder ich gegen die bestimmte Sachen eben mich mit juristischen Mitteln zur Wehr setzen kann. Also da ist mein konkreter Rat, auch aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, dass es sehr, sehr wenig nützt, vermeintliche Ungerechtigkeiten, die man für sich persönlich erkennt, sozusagen zu hoch zu hängen und sich da in eine Sache zu verrennen, sondern man muss wirklich nach meinem Dafürhalten einen Ausblick nach vorne machen, die positiv, so schwer es ist, positiv in die Zukunft sehen. Die Mittel, also gegebenenfalls auch Kreditmöglichkeiten, die es gibt, in Anspruch nehmen, weil, sagen wir mal so, der Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers, das sagen auch alle Gerichte immer, in allen Zusammenhängen ist wahnsinnig groß. Und wenn jetzt ein Gesetzgeber eben eine Branche verbietet und eine andere nicht, dann halten das die Gerichte grundsätzlich immer, weil die sagen, der Gesetzgeber kann hier festlegen, ich möchte 75% der Kontakte reduzieren und wenn ich die Schulen offen lasse, dann darf ich auf anderer Stelle stärker reduzieren. Und da sind nur sehr, sehr wenige Ausnahmefälle gewesen, wo hier ein Erfolg vor Gericht erzielt worden wäre. Und da sollte man seine Ressourcen tatsächlich eher dahingehend verwenden, dass man sich überlegt, wie es auch in dem Vorspann sozusagen angezeigt wurde, dass man sich da ja eben überlegt, wie kann ich in der Zukunft weitermachen und wie mache ich das und sich eben nicht in einem Verteidigungskampf, den man faktisch nicht gewinnen kann, verliert. Also das heißt, das Beste machen und positiv in die Zukunft blicken. Mhm. Alles klar, vielen Dank. Habe ich jemanden vergessen? Jana, nein, oder? Vergessen haben wir niemanden, aber wo Herr Lindheim das gerade schon so schön vorgelegt hat, wir hatten ja allen so ein paar Vorabfragen geschickt. Wenn da noch jemand das quasi loswerden möchte und die zwei, drei vorabgestellten Fragen beantworten möchte, worauf bisher nicht eingegangen wurde, dann würden wir uns natürlich sehr freuen. Genau, Sie können jetzt hier noch gerne zwei, drei schnelle Fragen abhalten. Steuerberatungskosten, kann man die strategisch in bestimmte Monate verlegen? Macht das Sinn? Ja. Ja, kann man gut. Das reicht mir noch als Antwort. Macht auch Sinn, ja. Genau. Haben Sie vielleicht noch aus steuerrechtlicher Sicht einen Tipp, um Planungssicherheit als Fotograf, als Fotografin zu gewinnen? Also kann ich meine Abgaben, die ich an verschiedensten Stellen habe, noch reduzieren etc., um zu sagen, okay, meine Burn-Down-Rate sozusagen ist einfach noch geringer. Ich komme noch 3 Monate länger damit aus, bis es hoffentlich dann mal wieder bergauf geht. Ich glaube nicht. In der Regel sind ja schon alte sehr dabei, alles zu produzieren, runterzufahren und wenn keine Jobs da sind, gibt es ja auch keine variablen Betriebsausgaben mehr und so weiter. Also da weiß man nicht, was noch alles kommen soll. Aber ja, man muss dann gucken, in welchen Bereichen geht es vielleicht noch. Und ich denke, also man wird ja auch feststellen, nach Corona hoffentlich bald, dass dann sich so einiges ein bisschen wahrscheinlich verändert hat. Und dann muss man da wahrscheinlich irgendwo versuchen, irgendwo mitzuziehen. Ne? Ob es jetzt viele Sachen sind, die jetzt mehr im Internet laufen und dass da mehr gemacht wird. Und ich denke, Fotos braucht man immer. Und Fotos sind total wichtig. Und man braucht die Fachmänner, die Fotos machen. Also wenn ich die Fotos mache, dann sehen die anders aus, als wenn ein Fotograf die macht. Das wollen wir ja sehr hoffen. Ich finde das auch ein schönes Schlusswort. Wenn ich meine Steuerberechnung
Sie wissen, was ich sagen will. Wenn ich meine Steuern selber mache, dann sehen die auch anders aus, als wenn Sie sie machen. Vielen, vielen Dank. Jana, ich würde sagen, wir haben es geschafft, oder? Ja, ich bin ganz geflasht und noch irgendwo selber so ein bisschen am Mitdenken und am Rattern und überlegen und stelle fest, das sind doch, glaube ich, wirklich der Großteil der Fragen zumindest, die mich jetzt so die letzten Monate umgetrieben haben, beantwortet worden. Und Lutz hatte ja schon angeboten, dass die Geschäftsstelle jederzeit auch für weitere Rückfragen und Detailfragen offen steht. Und ja. Genau, also ich schickt glaube, ruhig. Mit den Fragenthemen sind wir durch. Meldet schickt euch. Schickt ruhig Mails an Freelance und Freelance wird weiterhin versuchen, das so gut wie möglich aufzubereiten und entsprechend bereitzustellen. Dann sage ich an der Stelle, wir sind noch nicht ganz durch, aber sage ich an der Stelle schon mal danke fürs Zuschauen, die guten Fragen, die ihr vorher uns geschickt habt, die ihr währenddessen uns geschickt habt. Wir konnten hier natürlich vieles nur ankratzen und ich bin mir auch sicher, dass manche von euch mehr Fragen jetzt im Kopf haben als vorher, aber ich denke, da wird die nächsten Monate noch ein bisschen weiter Aufklärungsarbeit durch Freelance betrieben werden. Diese ganze Veranstaltung hier, wer sich das nochmal anhören möchte, um vielleicht noch verwirrter zu sein hinterher, das könnt ihr alles euch auf YouTube und auf Facebook nochmal angucken. Gerne auch mit Kollegen teilen, weil ich denke, viele haben da wirklich noch Bedarf und nicht jeder konnte jetzt Sonntagnachmittag sich das hier live angucken. Wir hatten fast konstant 300 Leute live dabei, um das nochmal kurz in den Raum zu stellen. Das ist für einen Sonntagnachmittag eine sehr, sehr große Zahl. Ich glaube, das zeigt nochmal so ein bisschen die Dramatik der Situation und die 1000 Fragezeichen, die wir tatsächlich in unserem Kopf haben. Auf jeden Fall, genau. Wenn euch das hier gefallen hat, ich mache jetzt mal den blöden Spruch, lasst ein Abo da bei YouTube, bei Facebook, unterstützt auch Freelance und vor allem werft mal einen Blick auf die Freelance-Seite, weil da gibt es noch tiefergehende Infos. Lutz und sein Team und Jana und ganz viele andere Leute im Hintergrund sind ständig da dabei, Infos von Expertinnen und Experten wie den hier eingeladen dort aufzubereiten. Da gibt es einen Mitgliederbereich, auf den haben nur Freelance-Mitglieder Zugriff, aber ich denke, ein kleiner Seitenhinweis von mir hier, es lohnt sich, Freelance-Mitglied zu werden, dann kommt ihr da auch an diese Infos ran und es gibt auch einen öffentlichen Bereich. Ansonsten findet ihr alle Links und auch die Namen von allen Gästen, die wir hier heute hatten, auch noch in der Videobeschreibung, direkt unter diesem Video, was ihr hier gerade guckt. Und dann sage ich an der Stelle den Gästen schon mal vielen, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, für die Zeit an einem Sonntagnachmittag, keine Selbstverständlichkeit. Und mir hat Spaß gemacht, ich habe viel gelernt. Dankeschön. Und ich übergebe nochmal an Jana. Vielen herzlichen Dank auch nochmal von Seiten von Freelance, dass Sie sich da die Zeit genommen haben und auch die Vorbereitung und auch unsere manchmal doch recht knappe Zeitplanung, da freitags nachmittags noch einen letzten Satz Fragen rauszuschicken, dass Sie sich darauf eingelassen haben und hierher getraut haben. Das ist mir eine große Freude und ich glaube, das war für uns alle Mitglieder wirklich sehr, sehr hilfreich. Ich habe jetzt die große Ehre, hier noch ein Schlussplädoyer halten zu dürfen. Es ist angesichts der aktuellen Bedingungen natürlich immer nicht ganz einfach. Und auch da jetzt eine Aussage zu machen und euch irgendwie alles Gute zu wünschen und zu sagen, los, raus, macht was. Ich fange einfach mal an. Ich habe das Gefühl, wir sollten die Gelegenheit nutzen für uns und für uns das Beste und das Maximum rauszuholen und die Zeit, die wir da jetzt zusätzlich haben, ja, um uns weiterzubilden. Wir sind es gewohnt, als Freiberufler meines Erachtens, uns aus jeder noch so zähen Situation irgendwie wieder rauszubuxieren und das Beste rauszuholen. Und ich plädiere ganz stark persönlich für ein Miteinander statt Nebeneinander. Kontaktiert eure Leute, kontaktiert eure Kollegen, tauscht euch aus. Und ein kleines Wort vielleicht noch an die da oben, auf die wir manchmal innerlich gefühlt so ein bisschen wettern. Unsere Existenzen sind nach 10 Monaten Lockdown wirklich massiv gefordert und adäquate Hilfen für Solo-Selbstständige gibt es bisher nicht wirklich. Wir als Freelance würden deswegen gerne fordern, den Bund und die Länder dazu auffordern, eine einheitliche Verfahrensweise zur Unterstützung der freien Fotografinnen und Fotografen so schnell wie möglich umzusetzen. Freelance selbst ist daran, dann noch ein entsprechendes Positionspapier zu erarbeiten. Und auch wenn es meinen Kolleginnen und Kollegen gerade wahrscheinlich genauso schwer fällt wie mir, würde ich uns wünschen, dass wir es schaffen, die Zeit zu nutzen, persönlich und beruflich, um danach dann stärker rauszukommen aus der Krise als davor. Das klingt jetzt sehr nach Klischee, aber ich persönlich glaube da wirklich dran, dass man sich Dinge traut. Auch ich, wenn man mich vor einem Jahr gefragt hätte, wo ich mich in einem Jahr sehe, hätte ich mit Sicherheit nicht gesagt, im Vorstand bei Freelance. Und die aktuellen Bedingungen
manchmal überrascht man sich selbst. Zeit, wir haben ganz viel Zeit im Moment. Eine der wenigen Dinge, von denen wir wirklich viel haben, um freie Arbeiten umzusetzen, wie es ja auch schon viel passiert ist, um nochmal die Kontakte zu euren Kunden und Kollegen virtuell und telefonisch zu pflegen, euch auszutauschen. Ich persönlich habe jetzt natürlich auch über die Vorstandsarbeit, aber auch generell in den letzten Monaten wahnsinnig viel Austausch mit Kollegen gehabt. Leute, die mich angerufen haben, gesagt haben, hey, du machst doch Film, erzähl mal, was machst du da so? Und habe da wirklich irgendwo auch das Gefühl gehabt, dass die Leute eine Neugier haben, was Neues zu lernen und eine Neugier auch, neue Geschäftsfelder zu erschließen und die Dinge zu lernen in den angrenzenden Bereichen. Ich zum Beispiel habe tatsächlich mich mit Webdesign rumgeschlagen, was ich auch schon ewig nicht mehr gemacht habe. Mut auf was Neues und Mut zu sagen, hey, wir brauchen Hilfe. Das ist so vielleicht mein Schlusswort für heute. Und manchmal vielleicht auch einfach ganz kurz auf Pause drücken und dann am nächsten Morgen mit neuer Energie wieder starten. In diesem Sinne, vielen Dank an alle. Tausend Dank auch an unsere Zuschauer für die tollen Fragen. Und ich wünsche allen einen schönen Abend.